Dann stehst du jetzt aber schon da, ne? Das macht nichts. Du kannst ruhig mit reinlaufen. Das ist kein Problem. Bei der Heute-Show sieht man das ja auch. Hallo und herzlich willkommen zum Weinfrühling 2.1. Mein Name ist Charlotte Freiberger. Neben mir steht mein Kollege Oliver Schröbel. Und wir dürfen Sie alle heute Abend im Namen des Bergstresser Weinbauverbandes und auch im Namen des Verkehrsvereins Bensheim ganz herzlich willkommen heißen. Ja, liebe Charlotte, toll, dass ich heute auch mit dabei sein darf. Das hat mich sehr gefreut. In der Vorbereitung dieser ganzen Veranstaltung hieß es dann, Mensch, Olli, wie sieht's denn aus? Die Weininsel möchte doch auch mal, wenn sie Zeit und Lust hat, vorbeigucken. Ich so, jawohl, mache ich 100%. Und so freut es mich umso mehr, dass ich mit dir heute Abend diesen tollen Weinabend moderieren darf. Ja, mich hat's gefreut, dass du sofort Ja gesagt hast. Und ja, ich freue mich auf den Abend. Wir haben 9 tolle Weine vor uns. Bergstresser Weinfrühling ist ja normalerweise was, wo ganz viel Präsenz ist, viele Veranstaltungen rund um den Wein. Das fällt dieses Jahr leider alles, zumindest die Präsenzveranstaltungen fallen aus. Aber wir haben uns natürlich was Tolles überlegt und so wird auch dieser Bergstresser Weinfrühling dieses Jahr online, wie so vieles andere auch. Das stimmt. Übung hat man ja mittlerweile schon. Ja? Ganz genau. Das Thema begleitet uns ja schon über ein Jahr. Also von daher denke ich, dass es irgendwo schon funktioniert und alles so passt. Und auch Sie hinter den Bildschirmen, denke ich, haben viel Spaß und vielleicht hat auch der ein oder andere schon eine Online-Weinprobe oder eine andere Online-Veranstaltung mitgemacht. Also von daher, ich denke, Übung sollte schon vorhanden sein und da sollte das alles klappen. Genau. Und damit Sie auch wissen, mit wem Sie es so die nächsten 1,5 bis 2 Stunden zu tun haben, darf ich den Olli ganz kurz vorstellen. Olli, du bist Winzermeister. Also hast Weinbau gelernt, hast sogar deinen eigenen kleinen Weinberg, den du in Großumstadt bewirtschaftest. Genau. Und seit 20 Jahren arbeitest du auch dort in der Winzergenossenschaft und bist inzwischen sogar Geschäftsführer. Das heißt, du leitest die Geschicke dort. Und nebenbei, dass du ein Genussmensch bist, das sieht man dir ja fast schon an. Das habe ich jetzt nicht gemeint. Schwarz macht schlank, das ist doch alles okay. Ganz nebenbei grillst du sehr gerne und kochst sehr gerne. Aber ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ja, auf jeden Fall. Wir hätten da so eine Kleinigkeit vorbereitet, kann man schön sagen, ne? Ja, und zu meiner Linken an der Stelle, das ist die Charlotte Freiberger, unsere ehemalige Gebietsweinkönigin von 2016/17. Und dann ist das so Usus, wenn man mal Gebietsweinkönigin ist, dann geht man den Schritt und darf sich zur Wahl der deutschen Weinkönigin stellen. Und da hast du, liebe Charlotte, es auch gepackt, dann im Folgejahr Weinprinzessin zu werden. Hast dann auch ganz Deutschland, Europa bereist, warst also hier viel unterwegs. Hast auch deinen Antrittsbesuch mit deinen Kolleginnen damals bei uns in Großumstadt gemacht, was uns sehr gefreut hat, was auch ein ganz, ganz toller Vormittag war an der Stelle. Ja, ich erinnere immer noch an das gefrorene Popcorn, was wir da gegessen haben. Also hat viel Spaß gemacht und die tollen Weine, die wir getrunken haben. Also von daher, fachkundiger geht's eigentlich gar nicht. Ja, vielen Dank. Dann ganz kurz noch an Sie zu Hause ein bisschen was zum organisatorischen Ablauf des heutigen Abends. Sie haben alle in der Beschreibung schon gelesen, wir werden immer 2 Weine mehr oder weniger gleichzeitig verkosten. Das heißt, es macht Sinn für Sie, wenn Sie auch 2 Gläser zur Hand haben. Die Winzer werden ihre Weine selbst präsentieren. Das werden Sie gleich sehen, wie das funktioniert. Und natürlich werden Sie nacheinander die Weine präsentieren, aber wir werden immer nach 2 Weinen eine kleine Pause machen, wo wir ein bisschen was erzählen, der Olli und ich. Und da haben Sie dann Zeit, die Gläser ganz in Ruhe zu leeren, aber es macht eben Sinn, 2 Gläser vor sich zu haben. Des Weiteren ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn Sie sich die Gläser nicht gleich ganz voll schenken, denn kann man machen, aber Sie haben ja die Flaschen vor sich, Sie haben jederzeit die Gelegenheit auch nachzuschenken, dann kommen Sie nicht in das Dilemma, dass Sie vielleicht vor vollen Gläsern sitzen und wir schon mit dem nächsten Wein weitermachen wollen und dann wissen Sie nicht, wohin damit oder ja, ich weiß nicht. Ja, das wäre natürlich absolut schrecklich. Ja, das wäre ganz furchtbar. Recht, also lieber in Ruhe austrinken, nicht zu voll machen und lieber nochmal nachschenken. Ja, und ansonsten, wir können Sie natürlich leider nicht sehen zu Hause. Ich hoffe natürlich, dass Sie uns alle sehen und hören können, aber wir können Sie nicht sehen. Sie können aber natürlich trotzdem mit uns kommunizieren. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, allgemeine Fragen zum Wein, zu uns vielleicht weniger, aber zu den Winzern, auch zu uns, dann dürfen Sie gerne diese Fragen über den Chat stellen. Die werden dann hier in der Redaktion auch an uns weitergeleitet und wir leiten sie dann an die Winzer entsprechend so weiter. Oder wenn es allgemeine Fragen sind, dann versuchen wir selbst sie zu beantworten und versuchen so am Ende keine Frage offen zu lassen. So sehe ich das auch. Und Gläser voll machen oder nicht, ich denke, das wird jeder hoffentlich irgendwie selbst für sich entscheiden können. Wichtig an der Stelle, man sieht es an meinem
Fässchen, dass ich da Kleinigkeit zu essen stehen habe, was ich natürlich mit der Charlotte teile an der Stelle. Also das heißt nicht, dass das alles nur für mich ist, aber letztendlich so ein bisschen was knabbern zwischendurch wäre mit Sicherheit nicht schlecht. Genau. Und noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Wir haben uns vorhin beide getestet, also es besteht keine Ansteckungsgefahr. Die Tests waren beide negativ. Wir halten trotzdem einen gewissen Abstand, aber auch das sollte dem Abend keinen Abbruch tun. So ist es. Wir haben absichtlich dann auch auf die Trennwand verzichtet. Ja, der 1,50 Meter, das sollte eigentlich alles hinhauen. Aber Test und so weiter, das hat alles gepasst. Und das war uns an der Stelle auch ganz wichtig. Also von daher, ich denke, ich sehe sie jetzt nicht. Vorhin habe ich sie noch gesehen, die Kollegen. Aber dem sollte jetzt nichts im Wege stehen. Die Probefolge ist Ihnen an der Stelle bekannt. Also das heißt, ich würde jetzt an Ihrer Stelle direkt mal Richtung Kühlschrank gehen und gucken, dass ich die zwei ersten Weine schon mal herhole, weil da kann es nämlich dann schon direkt losgehen. Genau, wir haben jetzt auch die Winzer alle bei uns mit an Bord. Alle neun, die wir heute quasi präsentieren, sind jetzt hier. Genau, ja, alle da sehen wir sie schon mal. Jeder wird natürlich einzeln im Großen dann gleich sich selbst vorstellen. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt. Wir fangen an mit Weingut Kühnert, ein schöner Silvaner und gehen dann weiter zu einem Grauburgunder von Schloss Schönberg. Damit schon mal sehr zum Wohl und viel Spaß. So, hallo hier aus Alsbach. Mein Name ist Anja Kühnert. Ich betreibe mit meinem Mann gemeinsam das Weingut Kühnert hier in Alsbach. Wir bewirtschaften 2 Hektar Weinberge im Alsbacher Schöntal. Viele kennen das auch als Einstieg in die Weinlagenwanderung, die jetzt wahrscheinlich viele morgen gegangen wären. Aber bevor wir jetzt viel reden, das Schlimmste ist ja auch bei einer Weinprobe im Trocknen zu sitzen und nicht zu trinken. Deshalb starten wir gleich mit dem ersten Wein. Wir präsentieren heute den Silvaner Heinz Unikat 2018. Also den als erstes mal einschenken. Das machen wir jetzt hier auch quasi vor Ort. Und ja, mein Mann, der den Wein auch gemacht hat, wird jetzt ein bisschen was zu dem Wein erzählen. Ja, vorher gerne, ich bin der Sebastian, ne? Meine Frau hat uns gerade schön vorgestellt. Vorher würde ich sagen, nehmen wir erstmal ein Schlückchen. Zum Wohl, Prost, Prost. Silvaner, bei uns an der Bergstraße nicht selten, eine häufige, klassische Rebsorte für die Bergstraße von 2018, jetzt schon ein gereifter Jahrgang. Weil er ein Jahr im Holzfass noch ausgebaut wurde. Das merkt man auch gleich. Die Frische kommt dann ein bisschen in den Hintergrund und die erdigen, vollen, körperreichen Töne kommen mehr zum Tragen. Ist ein schöner, trockener, sehr ausbalancierter Wein jetzt geworden. Wir trinken den sehr gerne zu Spargelgerichten oder auch zu lustigerweise zu scharfen asiatischen Currygerichten oder sonstigen Sachen sehr gerne oder auch mal einfach so auf der Terrasse an einem sonnigen Abend trinken wir den sehr gerne. Aber das ist wie beim Wein immer so, jeder findet seinen Anlass zu seinem Wein und jeder hat spezielle Gewohnheiten, wie er den Wein am liebsten trinkt. Der Silvaner Heinz heißt Silvaner Heinz, weil wir den Wein vom Heinz Asmus übernommen haben. Der hat bis 2017 einschließlich diesen Weinberg bewirtschaftet und dann an uns abgegeben. Ist vielen, die an der Bergstraße sich auskennen, noch ein Begriff, ein Zwingenberger Winzer, der dann aus Altersgründen aufgehört hat und uns seine Weinberge oder einige seiner Weinberge übergeben hat, nicht nur den Silvaner Heinz, sondern auch noch da, wo früher sein Müller-Thurgau drauf gestanden hat, da steht jetzt unser Roter Riesling drauf und der Spätburgunder von uns. Also ich will nicht sagen Mentor, aber ein Vorbereiter unserer Weinberge. Wir sind ja keine gelernten Winzer, wir haben das aus Leidenschaft angefangen, eher so aus meiner Leidenschaft wie aus der von meiner Frau. Aber meine Frau ist meine liebe Frau und deswegen macht sie das mit mir und hilft mir bei der Vermarktung des Weines. Die ganzen Arbeiten im Weinberg und Keller mache ich.
Und weil wir noch ein bisschen Geld verdienen müssen, haben wir natürlich auch noch einen Hauptberuf und deswegen sind wir manchmal auch so ein bisschen hemdsärmelig vielleicht unterwegs. Aber das Ergebnis war bisher doch immer recht ansprechend. Wir sind ganz zufrieden damit. Ja, meine Frau kann ja noch ein bisschen was zu uns sagen. Ah, das Unikat wollte ich noch erklären. Also unsere Unikate, die Weine, die wir als Unikat nennen, sind alle ein Jahr im Halbstück Eichenfass gereift. Wir haben einen Unikat Silvaner jetzt hier im Glas. Wir haben auch schon Rote Riesling Unikat gemacht oder Müller-Thurgau Unikat. Das ist ein Halbstück, ist ein halbes Fass im klassischen Sinne. Also bei uns hier ungefähr 500 Liter, weil das ganze Stück 1000 Liter hat. Ist ein Eichenfass, also ähnlich dem Barrique-Fass, wie es viele aus der Rotweinbereitung kennen, aber eben größer. 500 Liter und nicht 225 Liter. Je öfter dieses Fass belegt wird, desto weniger kommen die Holznoten dann zum Tragen und mehr die schnellere Reifung des Weines, die dann so ein bisschen das volle und reife und körperbetonte ausmacht. Genau. Mein Mann hat es ja schon gesagt, wir sind keine Profis, gehen aber dann doch mittlerweile recht professionell dran. 2 Hektar bewirtschaften, das ist natürlich auch zeitintensiv, aber wir haben auch eine ganz eigene Philosophie und vielleicht sage ich noch ein bisschen was dazu. Und zwar glauben wir, dass einfach ein Wein am Berg entsteht, ein guter Wein. Wir versuchen am Weinberg auch auf Herbizide und Insektizide komplett zu verzichten und immer jahrgangstypische Weine zu machen. Das heißt, wenn man bei uns jetzt in 2018, da waren wir der Meinung, da passt das auch gut mit dem Holzfassausbau. Die Weine sind nicht immer gleich. Wenn man bei uns jetzt zum Beispiel einen roten Riesling Max kauft, ist der je nach Jahrgang auch sehr unterschiedlich. Und das ist auch gewollt so. Und wir bauen wirklich die einzelnen Weine nach dem einzelnen Wingert aus. Also das ist vielleicht sehr schön für diejenigen zu sehen, die unsere Weine kaufen. Dann ist wirklich der Weinberg Max oder der Weinberg jetzt in dem Fall Heinz. Das ist wirklich ein Wein von einem einzigen Weinberg. Das macht es eben auch wirklich speziell. Ja, wo bekommt man unsere Weine? Natürlich auch bei uns ab Weingut oder beim örtlichen Lebensmitteleinzelhandel. Wir freuen uns auch darauf, bald mal wieder persönlich Weinproben veranstalten zu können, gerne an unserem Weinberg oder hoffentlich auch an dem ein oder anderen Weinfest persönlich mit den Kunden zu sprechen. So, das war es hier eigentlich auch schon von unserer Seite und wir würden dann gerne an Schloss Schönberg übergeben. Schloss Schönberg ist lustigerweise auch ein direkter Weinbergsnachbar von uns. Ja, die haben angrenzend zu uns Weinberge und sie sind auch ein ähnlich junges Weingut wie wir. Wir haben gestartet 2017, ich glaube Schloss Schönberg auch 2017 oder 2018 sogar erst. Also passt ganz gut. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß, Julian. So, ich hoffe, man hört mich. Vielen lieben Dank an die Familie Kühnert für die schöne Übergabe. Ja, ich bin der Studio Meissner und bin vom Weingut Schloss Schönberg, betreibe das zusammen mit der Rabea Trautmann. Und wir sind genauso wie die Familie Kühnert das jüngste Weingut, sozusagen an der Bergstraße. Und wünsche euch einen wunderschönen Abend mit uns zusammen, mit alle Neuen. Und von uns gibt es dann als Gegenpart der Grauburgunder 2019. Ich hoffe, den habt jeder langsam im Glas. Ich schenke jetzt mir mal was ein. Ja, kurz zu uns, Schloss Schönberg. Wir bewirtschaften 13 Hektar an der Bergstraße. Das ist relativ großer Betrieb. In den letzten Jahren sind wir gewachsen und haben unsere Rebfläche wirklich als Nachbarn in Alsbach, kleine Stücke ins Mingenberg, sind aber hauptsächlich in Auerbach bis nach Bensheim angesiedelt und präsentieren dadurch heute unseren Grauburgunder Gutswein, was wir so verstehen, dass wir aus verschiedenen Parzellen über die komplette Bergstraße Weinberge bewirtschaften, wo wir dann sagen, das ist unser Basiseinstieg und das bringt als erstes mal das Terroir der Bergstraße und unsere Philosophie in die Flasche. Und
Diese Philosophie ist ganz einfach. Rabea und ich sind eigentlich große Fans davon, viel im Weinberg zu tun, im Keller ganz wenig. Das heißt, wir legen viel Wert darauf, dass wir draußen alles richtig machen, mit im Einklang mit der Natur, versuchen, so weit wie es geht, biologisch zu wirtschaften und versuchen, so nachhaltig wie möglich zu arbeiten im Weinberg. Haben dann unser strikt die Handlese, einfach ab dem Gutswein bei uns im Sortiment schon, lesen die Traube relativ früh, sodass sie eine schöne Säurestruktur haben und noch viel Frische mitbringen. Und können so dann ungefähr wie bei Kühnerz, ein Teil bei uns ist 70% ist immer Edelstahl von unserem Grauburgunder, 30% sind im großen Holzfass ausgebaut, was bei uns das Halbstück mit uns Doppelstück bedeutet. Das Halbstück dann mit 1200 Liter, das Doppelstück mit 2400 Liter. Ja, oder Stück, wie man dann sagt, aber Halbstück geht auch 600 Liter. Bei uns sind das dann 600 Liter Fässer. Aber das ist ja normalerweise so klassisch. Ja, unsere Trauben sind, wie gesagt, handverlese, kommen dann rein, erfahren kurz die Mosch-Sedimentation. Wir wollen ökologisch so wenig wie möglich eingreifen, legen das dann ins Edelstahl mit einer spontanen Gärung, versuchen dadurch ein bisschen Komplexität aufzubauen durch den Wein. Und jetzt probieren wir einfach mal zusammen. Ich trinke unsere Weine gern aus großen Gläser, weil sie ein bisschen Luft brauchen. Wir bringen unsere Weine ein bisschen später auf den Markt, so wie es einfach, wie es vorher beschrieben worden ist. Das sind dann nicht, weil die einfach ein bisschen Fülle bringen, weil die Würzigkeit besser rausholen dann. Ja, und dann merkt man schon, dass unser Grauburgunder einfach dadurch lebt, also so ein bisschen Birne hat, dass er diese Melone typisch vom Grauburgunder mit sich bringt, dass er dann aber auch klar und strukturiert bergsträßig bleibt. Wir haben eine Würzigkeit am Gaumen, wir haben eine schöne Säure, die eingebunden ist, wir arbeiten mit wenig Restzucker, das heißt bei uns so 2 bis 3 Gramm, die natürlich stehen bleiben, versuchen jeden Zuckerzusatz zu vermeiden, versuchen einfach auch im Alkohol einfach moderat zu säuern, was die Einstiegsweine bei uns angehen. Und einfach dadurch, einfach ein Gutswein bedeutet unser täglich Brot und für Sie auch einfach unser täglicher Trinkspaß, den wir jetzt in der Grillsaison super neben kurz gebratenem Fleisch oder zu vegetarischem Gemüsepfanne oder überhaupt, was Sie Lust haben, momentan auf den Grill zu schmeißen, einfach zu trinken oder wenn ein Freund solo vorbeikommt, einfach auch mal aufzumachen. Wichtig ist, dass unsere Weine einfach ein bisschen Luft brauchen, auch schon im Gutsweinbereich, einfach denen ein bisschen Zeit gebe, hinlege und dann bekommen sie schon viel, viel Spaß ins Glas. Ja, das würde ich so über unser Wein sagen. Momentan über die Grauburgunder, die leben halt über ihre Substanz und nicht unbedingt direkt nur über ihre Primärfrucht, wo wir das Rauchige, das Würzige der Bergstraße auch gerne schon zeigen. Tendenziell durch die Handlese und durch das schonende Verarbeiten versuchen wir einfach keinen Eintrag von großem Trub oder sonstige Geschmacksstoffe, die wir nicht, wie wir rausschönen müssten oder so, wieder in den Wein einzutragen, so wie alle unsere Kollegen, versuchen wir einfach authentische, gut schmeckende Weine zu machen. Und das gelingt uns in einem wunderschönen Terroir und das ist immer unser Fokus. Und zwar den Boden, den wir in zum Beispiel in Alsbach eher ein Lösslehm oder ein sandiger Löss wiederzufinden. Ach, über Auerbach, ach mehr der Lössboden haben. Das bringt uns die Frucht, das bringt uns diese Saftigkeit für den Wein. Und wenn wir dann im Fürstelager in Auerbach sind, wo Sie bestimmt kennen, wenn Sie mal im Fürstelager gewandert sind, und dann erleben Sie die erste Granitverwitterungsböde und durch diese Granit verwittert, da bringen wir diese Würze, diese strahlende Säure in den Wein und diese Langlebigkeit. Was man dann bis nach Bensheim auch merkt, dass man dort Granit oder Granitdiorit, was unser Kollege Simon Böckli ja schon lang auf seiner Flasche auch stehen hat, das ist einfach vom Granit und das ist das Terroir, was auch die Bergstraße, denke ich, prägt und was die Bergstraße zu was Einzigartigem in Deutschland macht, das muss man auch immer wieder sagen, niemand hat so ein so hohes Granitvorkommen überhaupt
kennt man das eigentlich nur aus Frankreich. Und das ist das Schöne und das ist das, was wir versuchen, Ihnen näher zu bringen dadurch und auch das, was uns prägt. Ja, noch, wenn ich darf, da ich Sie alle nicht sehe, ich hoffe, Ihnen quält der Wein und dann würde ich mich freuen, wenn ich Sie irgendwann nach Corona-Zeiten zwischen den Bächen, wir sitzen in Auerbach, nicht weit von Hanno Rottweiler und andere Kolleginnen entfernt, bei uns dahinter draus in Auerbach, wenn Sie einfach mal bei uns in der Winothek vorbeikommen. Wir sind ein ausgewiesener Burgunderbetrieb, das heißt, wir legen Wert auf Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, Spätburgunder, haben noch ein paar Exode jetzt gepflanzt, wie Chenin Blanc und Syrah, was es einfach vom Terroir für uns sehr, sehr näher bringt, die Bergstraße besser zu interpretieren. Und würde ich mich riesig freuen, wenn Sie einfach mal bei uns kurz auf die Homepage gehen, unsere Zeiten sich merken, wann es offen ist. Und dann können Sie gerne für ein näheres Gespräch einfach mal vorbeikommen. Wir sind zwei junge, aufgeschlossene Menschen, die beide damals quer in den Beruf eingestiegen sind. Ich habe Weinbau und Önologie studiert und die Frau Trautmann oder die Rabea, wir machen immer das Du, ich bin Julien und die Rabea, hat die Winzerlehre absolviert und wir sind immer happy, wenn wir Leute einfach von unserem Weg einfach was erzählen können und denen immer näher bringen. Von dem her gesehen, ich sage Salute und gebe zurück ins Studio und hoffe, Sie haben einen schönen Abend. Cheers. Ja, cheers. Ja, cheers, jetzt zum Wohl. Gut, die ersten beiden Weine sind noch im Glas und Sie haben jetzt ein bisschen Gelegenheit, die noch genüsslich zu leeren, die Gläser. Absolut. Ja, nochmal zurück zum Thema Weinfrühling. Der Weinfrühling ist ja eigentlich, wie schon gesagt, ein Zeitraum zwischen Ende April und Ende Mai, meist so 4 bis 5 Wochen, wo ganz viele Veranstaltungen rund ums Thema Wein stattfinden. Kulinarische Weinproben, Hoffeste, Weinwanderungen, alles Mögliche. Und da gibt es natürlich zwei ganz große zentrale Ereignisse, Veranstaltungen, an denen wirklich auch fast alle Winzer der Bergstraße mitmachen. Das ist eine, auch, ja. Ja, ist auch ganz wichtig. Also ich meine, das ist auch gerade die Zeit, da ist dann so langsam die Arbeit im Keller getan und dann widmet man sich ja der Vermarktung, der Präsentation der tollen neuen Weine, der neuen aktuellen Jahrgänge. Also von daher, ja, ist genau. Eigentlich tolle Zeit. Ja. Der Frühling, es geht wieder raus, die Natur fängt an zu sprießen. Und genau, die zwei großen Veranstaltungen, gemeinsamen Veranstaltungen, die es da gibt, das ist natürlich zum einen der Weintreff, also die Eröffnungsveranstaltung, wo sich wirklich alle Bergstresser Winzer auch gemeinsam präsentieren, wo sie als Kunde, als Teilnehmer dann quasi sich einmal quer durch die Bergstraße verkosten können. Und das zweite ganz große Ereignis, vielleicht noch ein Tick größer, ist tatsächlich unsere Weinlagenwanderung, die am 1. Mai, also theoretisch morgen, stattfinden würde und die natürlich leider dieses Jahr zum zweiten Mal bereits ausfällt. Es wäre in dem Jahr tatsächlich die 34. gewesen. Wahnsinn, ja, wenn man sich Wahnsinn. Das überlegt, was da so hinten dran steckt, auch, ja. Ist schon gigantisch. Ja, genau. Unglaublich schade. Letztes Jahr hat uns die Pandemie alle ein bisschen überrascht. Da hatten wir leider keine Gelegenheit, keine Zeit, so wirklich uns ein Alternativprogramm zu überlegen. Aber dieses Jahr hat es geklappt. Und das ist ganz toll, finde ich zumindest, dass wir dieses Jahr diese zwei großen Online-Weinproben haben, wo wir insgesamt 18 Winzer auch mit im Boot haben. Heute 9 verschiedene Weine, in 2 Wochen dann nochmal 9 andere verschiedene Weine, 9 andere Winzer, die dabei sind. Und eine tolle Sache, dass wir auch dieses Jahr wieder was Gemeinsames trotz der Pandemie auf die Beine gestellt haben. Es ist ja letztendlich auch schon eine Riesenherausforderung organisatorisch, ja, so viel Winzer unter einen Hut zu bringen, ja, du warst die letzte Woche noch mal bei uns, hast noch ein bisschen Nachschub geholt und so weiter, also das ist schon echt Wahnsinn, vielen Dank auch dafür, für den Einsatz und ja, letztendlich auch danke an die Zuschauer, 170 Leute jetzt rund, die aktuell mit zuschauen, also das ist schon echt top, vielen Dank dafür. Ja. Genau, super Sache. Und ja, einfach um nochmal zu zeigen, viele kennen vielleicht die Weinlagenwanderung gar nicht so ganz genau. Ich gehe mal davon aus, die meisten kennen sie doch. Es ist ein Riesenevent, auf das nicht nur wir Winzer jedes Jahr wieder hinfiebern, sondern normalerweise in, ich sag mal, normalen Jahren sind tatsächlich 15.000 bis 20.000 Menschen hier an der Bergstraße und wandern entlang des Weinlagenweges von Heppenheim bis Zwingenberg oder von Zwingenberg bis Heppenheim. Es sind so gute 20 Kilometer, die man da zurücklegt. Und unterwegs gibt es natürlich an verschiedenen
verschiedenen Ständen auch immer was zu essen und natürlich was zu trinken. Das heißt, es gibt die Weine, die in den Lagen dort wachsen oder in den umgebenden Lagen. Und so kann man den Wein dort genießen, wo er eben auch gewachsen ist. Und da haben wir jetzt einfach noch mal ein paar Impressionen für Sie, ein paar Bilder aus den vergangenen Jahren, die wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen, um in Erinnerung zu schwelgen. Der Weinlagenwanderung bei uns in Groß-Umstadt an der Stelle. Also hier haben wir unseren Odenwald-Club, der hier die Weinlagenwanderung organisiert und auch quasi bewirbt an der Stelle. Hier sind auch verschiedene Weinstände in den Weinbergslagen zu finden und man kann eine Tour wählen zwischen 6 Kilometern, 12 Kilometern oder auch 18 Kilometer. Hier sieht man in der Entfernung den Otzberg von Groß-Umstadt, Luftlinie ein Stück weg. Man sieht also auch bei schlechtem Wetter wird dann gewandert, das sehe ich. Ja, aber jetzt sind wir wieder an der Bergstraße in der Region Starkenburg. Ja, wir sehen, egal wie das Wetter ist, bei tollem Wetter haben die Leute Spaß, aber auch selbst wenn es regnet, sind die Leute gut drauf und es sind unglaublich viele Menschen unterwegs. Und es ist ein tolles Gefühl, einfach ein Teil dieses Ganzen zu sein, dabei sein zu können, mitzuhelfen, dass sowas überhaupt stattfinden kann. Und wir hoffen doch sehr, dass das auch nächstes Jahr wieder möglich ist und wir sie dann alle wieder Auge in Auge sehen können und einladen können zu uns an die Bergstraße. Ja. Ist schon toll, wenn man so Bilder sieht. Ne? Das kann man sich so aktuell gar nicht so vorstellen. Eine Freiluftveranstaltung mit so vielen Menschen. Ja. Aber es ging und ich bin fest der Meinung, dass es auch wieder gehen und funktionieren wird. Ja, das hoffen wir doch sehr, dass das wieder funktionieren wird und ich gehe fest davon aus, dass das nächstes Jahr klappt. Aber wir haben uns da auch noch was einfallen lassen für Sie und zwar, Sie haben ja alle dieses Weinpaket auch gekauft und da haben wir auf jeder Flasche einen QR-Code vermerkt. Denn natürlich sind so Massenveranstaltungen draußen im Moment nicht möglich im Weinberg, aber es ist ja nicht verboten, alleine wandern zu gehen zum Beispiel. Und wir haben alle Flaschen, wie gesagt, mit QR-Code versehen, die können Sie einscannen. Das heißt, wenn Sie draußen im Weinberg unterwegs sind, nehmen Sie sich einfach mal ein, zwei Fläschchen mit. Die kann man dann unterwegs genießen, kann sie da genießen, wo der Wein eben auch gewachsen ist. Und über den QR-Code bekommen Sie dann einfach nochmal ein paar Informationen zu dem Wein, zu dem Winzer, zu dem Weingut. Können Sie sich online überall da abrufen, wo eben auch Internet verfügbar ist. Genau. Ja, liebe Charlotte, und wir haben jetzt an der Stelle keinen Kellergeist, sondern einen Kellergast zu uns hier im Studio oder bei uns hier im Studio. Und ganz recht herzlich möchte ich an dieser Stelle unsere amtierende Gebietsweinkönigin, die Heike Knapp, begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Hallo, liebe Zuschauer zu Hause vor den Bildschirmen. Ich darf Sie auch recht herzlich hier zu begrüßen zu unserer ersten Online-Weinprobe im Rahmen des Bergstraßer Weintreffs. Es gibt ja, wie vorhin schon erwähnt, werden genau zwei Weinproben stattfinden, heute und in 14 Tagen. Ich freue mich natürlich sehr, Sie, klar, ich kann Sie leider jetzt nicht sehen, Sie können leider nur mich sehen. Ich hätte Sie natürlich sehr gerne auch auf dem Weintreff begrüßt oder auch bei der Weinlagenwanderung, wenn man sich unterwegs getroffen hätte. Aber gut, dieses Jahr ist alles etwas anders, wie auch schon im letzten Jahr. Und deshalb ist das jetzt einfach mal so. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie heute Abend hier mit dabei sind und natürlich auch die Weine verkosten mit. Ich hoffe natürlich, dass Sie im Vorfeld ausreichend gekühlt haben, sich vielleicht noch ein bisschen was zu essen hingelegt haben und vielleicht mal einen Schluck Wasser für zwischendurch, einfach mal so ein bisschen zum Neutralisieren. Ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und auf jeden Fall bleiben Sie alle gesund und vielleicht den einen oder anderen trifft man ja vielleicht doch mal unterwegs oder sofern es geht, vielleicht dann irgendwann Richtung Ende des Sommers vielleicht doch mal auf einer kleinen Veranstaltung. Bis dahin, sehr zum Wohl. Ja, meine liebe Heike, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Grußworte und ich bin mir sicher, ja, dass Ende Sommer Veranstaltungen wieder irgendwo stattfinden dürfen und dann passt es auch, wenn, ja, du hast ja die lange Amtszeit, soweit ich weiß, glaube ich, bis September, dass da dann mit Sicherheit wieder Publikum da sein wird, was ja letztendlich für dich da ist, um dich gebührend abzukrönen an der Stelle. Vielen Dank. Genau. Danke. Du hast noch gar nicht richtig angefangen, sprichst du von Abkrönung. Richtig, ja, so ist es aber. Ja, ist traurig, aber wahr. Ja, dann hoffe ich, dass Ihre beiden Gläser inzwischen geleert sind, denn wir machen weiter mit den nächsten zwei Weinen und gehen als erstes nach Auerbach zum Weingut Rottweiler, zum Hanno und danach kommt dann auch direkt die Winzergemeinschaft Pellegrino.
So, ich glaube, ich bin dran. Also ich sehe mich zumindest und ich sehe euch natürlich nicht. Begrüße euch trotzdem. Alle, die an den Bildschirmen sitzen, rechts sehe ich meine Kollegen, links meine schöne Backsteinwand. Und grüße den Michael, der mir winkt. Ja, ich melde mich hier aus dem Studio Hohes Türmchen zu Auerbach. Wie der Julian gerade gesagt hat, sind wir beide Betriebe gar nicht weit auseinander. Und der winkende Michael, der ist ja auch bald da um die Ecke bei uns. Also der Berliner Ring hier unten, der wird langsam zum Weinmecker. Ich bin schon 10 Jahre hier und habe damals gesagt oder auch damals gesagt bekommen, was willst du da unten am Berliner Ring? Mittlerweile sind wir sehr gerne hier. Wir haben natürlich die eine oder andere Träne vergossen, als wir aus dem Ortsinneren in Auerbach rausziehen mussten. Aber hier unten hat man Parkplätze. Hier unten kann man auch nach der Weinprobe ein bisschen Lärm machen. Hier kann man draußen sitzen, ohne dass irgendwelche Nachbarn sich beschweren. Wir haben einen wunderbaren Blick auf die Weinberge. Wir haben einen wunderbaren Blick aufs Schloss und fühlen uns hier sehr, sehr gut aufgehoben. Wir haben hier unten auch eine schöne große Vinothek, so ungefähr 10 auf 10 Meter. Wir wollten die anfangs mal teilen, haben das aber gelassen zum Glück, haben auf der einen Seite jetzt unseren Weinverkauf, auf der anderen Seite, da sitze ich jetzt, in einem kleinen Teil unserer langen Theke, Bank hier, wo wir für 25 bis 50 Leute Weinproben machen können. Ja, da unten macht es Spaß und wir sind gern hier unten. Wir, dieses Weingut Rotweiler hier vom Türmchen, gelten ein bisschen so innerhalb der Kollegschaft und auch bei unserer Kundschaft als die Sortenfreaks. Bei uns gibt es so lustige Dinge wie Ehrenfelser, Da Capo, Primitivo, Syrah und all die Dinge, über die man eigentlich selten nachdenkt. Gut, an Syrah schon, aber wer denkt schon an Ehrenfelser? Also ich mindestens jeden Tag eine Viertelstunde. Bin da gern dabei. Und eben auch haben wir seit geraumer Zeit, seit 15 Jahren, glaube ich, 13 Jahre, die Zeit geht rum, Ochserweinprogramm. Ich kriege jetzt auch langsam einen trockenen Mund. Ich nehme mein Glas. Ich hoffe, ihr habt eingeschenkt. Ich fand es ganz gut von euch Kollegen, mal die Flasche zu zeigen. Mache ich jetzt auch. Halt die da mal so rein. Ich hoffe, ihr seht das gut. Ihr seht dann auch, dass das schon ein 2020er ist. Das ist ganz schön, dass sie so frisch ist. Und dann erstmal zum Wohl, bevor ich weiter erzähle. Ja, warum haben wir ein Ochserweinprogramm? Ganz einfach deswegen, weil bedeutet, dass nicht nur einzelne Weingüter, sondern die Bergstraße ist so ein ganz, ganz bisschen, nee, ich will jetzt nicht sagen, weit weg entwickelt vom Riesling, aber dann doch ein Stückchen und der Burgunder, die ganze Burgunderfamilie hier ein bisschen mehr Raum greift als früher. Grauburgunder ist hier ein ganz, ganz fester Programmbestandteil. Ja, an der Bergstraße und auch bei uns im Betrieb, aber wir haben schon seit längerer Zeit ergänzt durch Weißburgunder, sind mit dem Axel Seibert damals und Gruß nach den Odenwald zum Billy Deal, dem Staatsweingut und, den habe ich vergessen, natürlich Simon Birkle, waren die ersten hier, die Chardonnay angebaut haben, damals noch im Versuch, wie das so schön heißt, mussten das damals auch noch auf die Flasche schreiben und was uns noch ein bisschen fehlt, aber das kann ja noch kommen, ist der Schwarzriesling, von dem die Leute selten wissen, dass es ein Burgunder ist. Ist es aber, wenn man sich die französische Übersetzung anschaut, wird es klarer, ist Pinot Meunier. Ob ich das Wort Meunier richtig ausspreche, weiß ich nicht, aber Pinot auf jeden Fall ist ein Burgunder. Wir haben, um da mal einen kleinen Bezug Richtung Alsbach zu nehmen, auch jahrelang Silvaner gehabt, aber dann doch irgendwann uns den Mund fußlich geredet, was die Sorte angeht. Angeblich ja immer wieder erzählt, schmeckt gut zum Spargel, schmeckt gut zum Fisch oder zum, wie ihr Kühnerz gesagt habt, zum asiatischen Essen. Aber irgendwann haben wir gemerkt, es war einfach zu viel Überzeugungsarbeit nötig. Und dann haben wir unseren damals 18-jährigen Ochserwar-Weinberg, also mittendrin im Leben, im Weinbergleben, schweren Herzens ausgehauen
und haben dafür unseren zweiten Oxer-Wawrenberg angelegt. Der erste, wie gesagt, ich glaube 13 Jahre, nagelt mich nicht fest. Wer es wissen will, dann gucke ich irgendwann nach, rufe euch an. Haben wir am Altarberg angelegt. Das ist am Altarbergkreuzchen direkt. Das ist ein relativ schwerer Lüsslehmboden dort. Und der zweite Weinberg, wie gesagt, ehemals Silvaner, findet bei uns statt zwischen Chardonnay und Da Capo, ganz in der Nähe, aber dann auf einem ganz leichten, teilweise sogar sandigen Verwitterungsboden. Julien hat die Bodenart schon mal angesprochen heute. Und somit ergibt sich dann zum Teil, dass wir entweder zusammenlesen können, das hängt natürlich von der Witterung, vom Witterungsverlauf, vom Reifezeitpunkt ab, oder wir lesen es getrennt, denn beispielsweise lässt sich es ganz schön gestalten, dass man aus dem Oxer-Wawr einen sogenannten Stillwein macht, also einer, der nicht blubbert, oder vielleicht sogar einen Sektgrundwein. Also die Gestaltungsmöglichkeiten sind mannigfaltig, was das angeht. Ja, was lässt sich zum Wein nochmal, zu dem Oxer-Wawr noch sagen? Der ist ist oft so während der Gärung und auch danach als Jungwein ein bisschen eckig und kantig. Und ich sage immer ganz gern so, was der rote Riesling im Rieslingreich ist, das ist der Oxer-Wawr im Burgunderreich. Man muss sich mit ihm ein bisschen anfreunden. Aber apropos anfreunden, ich muss mal nochmal nachschenken, ihr vielleicht auch. Aber wie gesagt, das ist eine wunderschöne Ergänzung des Burgunderprogramms. Und wer Lust hat, den anzubauen, Micha, du legst ja ständig Weinberge an, habe ich gehört. Da kann man auch mal einen Oxer-Wawr hinlegen oder hinbauen. Ne? Ja, ist wirklich eine nette Sorte, macht Spaß und ein völlig eigener Vertreter. Ich meine, wir haben anfangs ja dann mit dem roten und weißen Riesling haben wir gedacht, ne, die Leute fühlen sich ein bisschen veräppelt, der hat ja nur eine andere Farbe, aber beim roten Riesling ist es ja schon dann auch so, dass er tatsächlich eigenständig und durchaus anders von der Säurestruktur und von der Struktur generell her schmeckt als der weiße Riesling. Und genauso ist es, wie gesagt, beim Oxer-Wawr auch. Ist ein eigenständiger Vertreter. Ich habe ihn kennengelernt schon wirklich lange her im Elsass. Da waren wir damals zu einer kleinen Weinprobe unterwegs und dort habe ich ihn kennengelernt, dann auch im Chablima entdeckt. Dort hört man es nicht so gern, dass man den dort entdeckt hat, weil da hat man gern Chardonnay und Weißburgunder. Aber da wächst auch jede Menge Oxer-Wawr. Gut, ein paar Werte noch, ist durchaus vielleicht auch erwähnenswert. Also dann Mostgewicht im großen hochzuckrigen Bereich gewesen, aber auch ganz bewusst so geerntet, um ein bisschen Säure zu erhalten, damit er nicht zu breit wird und einfach auch noch ein bisschen frisch und nett schmeckt. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Hat eine Säure von 7,4, einen Restzucker von 8,5, also insgesamt ein ganz nettes Paket, eine Säure, Alkohol fehlt noch 12,15, steht 12 auf dem Etikett, ist ganz ordentlich und korrekt. Also kein super schwerer Vertreter, aber was Vollmundiges. Jo. Ich habe vorhin mal kurz erwähnt, dass wir hier 10 Jahre unten sind. Ich bedauere es natürlich auch ganz arg, dass wir euch nicht weinprobenmäßig oder weinbergsführungsmäßig betütteln können, euch liebe Weinfreunde und Kunden. Das wird wieder kommen. Hoffentlich bald, vielleicht dieses Jahr noch, dass wir hier auch in dem Weingut, in der Bibliothek ein bisschen sitzen können zu einer Weinprobe im Spätjahr. Aber es gäbe für uns viele oder einige Jubiläen zu feiern. Wir hätten, also wie gesagt, 10 Jahre Roter Turm, das war wäre letztes Jahr im Januar gewesen. Ich habe einmal geschaut an meine Wände, die hier behangen sind, also nicht mit der schönen Kunst von der Uli Hensel im Hintergrund, sondern in unserem Etikettierraum. Da hängt mein Meisterbrief, der datiert aus dem Jahr 1991. Und dann hätte ich auch noch 40 Jahre Winzertum anzuführen. Aber ich bin immer noch Jungwinzer, ne? Also, ne? Ist so. Aber 40 Jahre Winzerei kann man ja auch schon langsam auf das leicht kahle Haupt schreiben. Ich habe 1981 beim Weingut Salz meine Lehre begonnen. Ja, und bin seitdem dabei und gedenke noch eine Weile, für mich dabei zu bleiben und für euch dabei zu bleiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Grüße alle meine Kollegen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr alle mitmacht.
Meine Frau winkt, die grüße ich auch. Mit der Welch bin ich auch 40 Jahre zusammen, gell? Fällt mir gerade ein, auch ein Jubiläum. Und gib ab an den Jannik, der dann den nächsten Wein vorstellt und sich. Bis dann, tschüss. Ja, hallo, danke an Hanno. Ich bin der Jannik vom Weingut Feligreno. Wir sind aus Darmstadt, mal was Neues. Haben aber unsere Weinberge auch natürlich an der Bergstraße und zwar in Seeheim. Seeheimer Mundkling, jetzt seit 2019. Da haben wir jetzt auch zum Beispiel auch nochmal ein bisschen neuere Sorten, auch mit Rosa Chardonnay dazu und haben auch ein sehr schönes Rotwein-Cuvée aus Primitivo und Cabernet da. Aber ursprünglich Zwingenberg, Zwingenberger Alte Burg, auch so ein bisschen, ja, lange Zeit so das Aushängeschild einfach nur gewesen. Deswegen auch noch auf dem Logo drauf, Feligreno Alte Burg. Bio-Weingut von Anfang an und auch einfach aus Überzeugung heraus und auch eben so ein bisschen, ja, aus der Bewirtschaftung der alten Burg entstanden mit den ja doch alten und historischen Kulturlandschaften dort mit vielen Trockenmauern. Wer da schon mal drumherum gelaufen ist, doch auch mit recht unwegsamen Weinbergen manchmal, wo man vielleicht auch mal flucht, aber wenn man dann doch auch wieder die Flora- und Faunavielfalt da sieht, weiß man am Ende auch, für was man es gemacht hat. Eben auch einfach wichtig für uns, die Bearbeitung einfach wirklich in Einklang mit der Natur zu bringen, keine chemisch-synthetischen Pestizide irgendwie einzusetzen, also wirklich eben komplett auf Bio und aber auch so ein bisschen einfach mit dem Boden auch zusammenzuarbeiten. Jetzt nicht immer mit quasi schwerem Gerät drüber zu fahren, sondern einfach versuchen, den Boden auch am Leben zu halten, da einfach aktiv das Leben zu fördern und davon auch zu profitieren, auch einfach den Nützlingen im Weinberg auch einen Lebensraum zu bieten und davon eben durch die dann eben tatsächlich auch weniger Pflanzenschutz machen zu müssen. Weiter geht es dann bei uns auch, wenn wir jetzt mal unsere Flaschen haben, achten wir darauf, dass wir also ja möglichst wenig Glas dafür verwenden, schon mal quasi eine leichtere Flasche und wir nehmen dann auch die Flaschen zurück, spülen die und befüllen die wieder, um da einfach auch den CO2-Ausstoß so gering wie möglich zu halten und setzen auch ausschließlich auf Naturkork und verzichten somit quasi auch auf irgendwie Aluminium oder Plastik beim Verschluss. Und so soll es quasi einfach auch ein Gesamtkonzept ergeben, im Bio vom Weinberg bis in die Flasche und dann aber auch die Flasche an sich. Was haben wir heute in der Flasche? Unseren Riesling, ich sage jetzt mal Einstiegsriesling, eher ein bisschen einfacher gehalten, auch ein bisschen zugänglicher gestaltet mit einer bisschen, also mit ein bisschen Restsüße, aber auch, ja, 2019 schon auch ein sehr guter Jahrgang, vielleicht nicht von der Menge so viel wie 2018, aber dafür auch ein sehr gutes, ja, sehr gutes Lesegut. Hat aber auch dann nicht mehr so viel Säure, aber eben dadurch auch ein bisschen zugänglicher Riesling, auch einfach mal für auf der Terrasse zu sitzen und ja, ausgebaut, auch im Stückfass, dadurch schon auch eine schöne Reife entwickelt. Und wir können ja einfach mal probieren. Ist auch schon in der Nase eher eine, ja, gelbe Frucht. Und dann schmeckt man eben schon auch eine schöne Rieslingsäure, also jetzt nicht weg. Aber ich denke, für auch Leute, die vielleicht jetzt nicht so der Riesling-Fan sind, auch manchmal ein bisschen zugänglicher, um mal zu sagen, guck mal, so geht Riesling auch. Und vielleicht dann auch, ja, dann eine Riesling-Liebe zu entdecken. Gewachsen, auch wie schon mal erwähnt wurde, auf Granodiorit geprägten Böden. Dadurch auch eher so ein leicht herbes Aroma. Wir haben auch noch Riesling, der auf eher Lössböden wächst. Da schmeckt man eher nochmal so ein bisschen ja, so Zitrusfrüchte raus. Aber der auch eben so ein bisschen anders geprägt durch mehr Süße und dadurch eben eher diese reifere, gelbfruchtige Aromatik. Ja, ansonsten, wenn es wieder losgeht, sagen wir es mal so,
bieten wir auch Weinbergswanderungen an, auch zusammen mit dem Weingut Jan Faber, auch aus Zwingenberg, quasi von ja, Lage zu Lage, entweder nur in Zwingenberg oder auch von Zwingenberg nach Seeheim, auch mit einem schönen quasi Winzersnack. Und aber auch jetzt aktuell findet ihr uns immer jeden Freitag von 14 bis 18 Uhr in der Orangerie in Darmstadt auf dem Bessunger Bauernmarkt. Und da würden wir uns freuen, euch auch mal zu sehen. Und dann gebe ich zurück ins Studio. Dankeschön. Ja, liebe Weinfreunde, willkommen in Ollis Kochstudio. Was soll das jetzt eigentlich? Charlotte und ich haben uns gedacht, Mensch, immer die ganze Zeit nur über Wein und Bergstraße zu erzählen, Wein und Essen, Speisen und Wein, das ist ja was ganz Essentielles, was zusammengehört. Und da haben wir uns überlegt, Mensch, was Saisonales, Erdbeeren, Spargel, das könnte doch jetzt passen. Aber so als Tipp nochmal für euch zu Hause, wenn es ans Kochen geht, gibt es eine ganz wichtige Maxime, die ihr meines Erachtens nach immer befolgen solltet. Und zwar geht es darum, man nehme ein Glas Wein und schütte es in den Koch. Wir haben ein kleines bisschen was mitgebracht, und zwar Spargeln, Erdbeeren, ein bisschen Rucola. Wir machen jetzt ja einen kleinen Salat an der Stelle. Und ja, jeder von euch hat mit Sicherheit schon mal Spargel gekauft, gehe ich mal ganz stark davon aus. Jetzt fängt ja die Saison eigentlich an. Und oftmals weiß man nicht so genau, ah, ist der Spargel jetzt frisch oder was kriege ich denn da auf dem Markt zu kaufen oder direkt an den Buden, die es da überall an den Straßen gibt. Also zum einen könnt ihr auch unten gucken, wie eingetrocknet das Ganze ist, und auch ein guter Tipp an der Stelle ist, man reibt den Spargel so ein bisschen aneinander und wenn er so quietscht, wie der jetzt quietscht, dann ist er genau richtig. Und ich habe hier weißen und grünen Spargel und die muss man an sich schon ein bisschen unterschiedlich behandeln. Den weißen Spargel, den muss man auch länger kochen wie den roten, und wir gehen jetzt einfach mal her. Wir schneiden jetzt hier die Enden ab an der Stelle, und klassischerweise habe ich jetzt vergessen, den Spargelschäler mitzubringen, aber mein Schwiegervater daheim, der macht das immer mit dem Messer. Und da sagt meine Frau, die jetzt da Backstage ist, ah ja, da musst du halt auch mit dem Messer schälen. Ne? Ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig klappt. Zum Glück habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet, das seht ihr da nachher. Aber auch wichtig hier, ganz sanft schneiden und ein Stückchen unter dem Kopf letztendlich anfangen und so wegziehen. Und da kann man den Spargel auch hübsch schälen, da ist das kein Problem. Die Stücke, die dann abfallen, können ein bisschen größer, ein bisschen kleiner sein. Das macht dann letztendlich die Übung. Aber beim weißen Spargel, seht ihr ja hier, ich fange so ein Stückchen unter dem Kopf an. Und das unterscheidet letztendlich auch die Vorgehensweise beim grünen Spargel. Beim grünen Spargel ist es letztendlich ganz anders da. Der ist auch von der Beschaffenheit ganz anders. Warum ist er übrigens grün? Ja, weil er halt schon aus dem Boden rausgeguckt hat und Sonne erwischt hat. Deswegen hat er einfach auch die grüne Farbe. Aber auch hier ganz wichtig, man schneidet letztendlich die Enden weg. Aber anders da wie beim weißen, den man so ein Stückchen unter dem Kopf anfängt abzuschälen, langt es, wenn man den grünen maximal so im unteren Drittel leicht anschält, und dann ist das eigentlich alles okay. Auch beim Kochen macht das einen Unterschied. Also hier muss man einfach gucken, dass man bei dem Weißen ja sich ein bisschen Zeit lässt, so je nach Spargel halt, je nach Dicke, 10 Minuten, 12, 15 Minuten. Und der Grüne, das langt, wenn man den letztendlich einfach so ein bisschen blanchiert. Also kochendes Wasser, 2-3 Minuten maximal, und dann hat er ja seinen Gargrad erreicht und dann kann man ihn weiterverwenden, ob man ihn dann einfach heiß serviert und so essen möchte oder wie wir dann zum Spargelsalat weiterverarbeitet. Ist einem dann letztendlich selbst überlassen. Und bei den Erdbeeren, man sieht es hier, also auch hier haben wir schon eine ganz tolle Qualität. Die schmecken auch ganz hervorragend. Da scheiden sich immer so ein bisschen die Geister. Macht man vorher das Grün ab und wäscht sie dann, oder wäscht sie erst und macht das Grün ab? Christa, wie würdest du es machen? Erst das Grüne wegmachen? Erst das Grün, erst waschen und dann das Grüne wegmachen. Wichtig ist, zwischendurch auch mal probieren, damit man weiß, ob die auch gut sind. Ich möchte mich an der Stelle bei ja, der Familie Münch, dem Spargel- und Erdbeerhof in Groß-Umstadt, und bei der Familie Funk aus Langstadt bedanken, die uns hier die Spargel und Erdbeeren zur Verfügung gestellt haben. Das sind ja Familien, die schon seit vielen Jahren Spargel anbauen und Erdbeeren anbauen. Und das passt bei den Böden, die wir ja, hier in Groß-Umstadt und auch in Langstadt haben, passt das eigentlich sehr, sehr gut.
Und den Rucola, den habe ich aus dem Biomarkt von uns in Großumstadt. Und ja, man kann auch einen anderen Salat nehmen, aber ich sag mal, bei dem Rucola ist einfach so der nussige, tolle Geschmack, der ja, passt eigentlich ganz gut zu der Kombination. Und ich würde sagen, vom Essen, von der kurzen und knappen Zubereitung an der Stelle erstmal genug. Ich würde sagen, wir sehen uns später nochmal, denn die Charlotte steht jetzt nebenan im anderen Studio und hat noch ein bisschen was zum Thema Bergstraße zu erzählen. Bis gleich. Ja, willkommen bei mir wieder. Ich wollte noch mal ein bisschen auf das Thema Bergstraße zu sprechen kommen. Der Olli hat es schon gesagt. Und Spargel und Wein wachsen bei uns quasi nebeneinander. Also an den Westhängen des Odenwaldes, da wächst der Wein. Und der Spargel wächst dann quasi in der Rheinebene in Richtung Rhein. Aber wo genau sind wir denn da überhaupt? Wir haben da mal eine Karte vorbereitet. Eine Karte von Deutschland, wo einfach alle 13 deutschen Weinbaugebiete auch gekennzeichnet sind, farblich gekennzeichnet sind, und die Hessische Bergstraße, die liegt da so ziemlich mittendrin. Wir sind, wie gesagt, wir haben 13 deutsche Weinanbaugebiete in ganz Deutschland. Die Bergstraße ist das kleinste von diesen 13 Gebieten. Wir haben insgesamt lediglich 440 Hektar Rebfläche. Und ja, wenn man sieht, Rheinhessen als größtes Anbaugebiet mit 27.000 Hektar Rebfläche, insgesamt hat Deutschland etwa 100.000 Hektar, da sind wir als Bergstraße doch wirklich mini, kann man fast schon sagen. Klein, aber fein. Denn was bei uns ganz toll ist, was ich immer wieder finde, die Vielfalt, die wird bei uns ganz groß geschrieben. Denn Sie sehen es allein an der Weinprobe, die wir heute Abend zusammengestellt haben. Wir haben unglaublich viele verschiedene Rebsorten, die wir hier anbauen bei uns. Das ist für die Größe des Gebietes eine echte Rarität. Diese Menge an verschiedenen Weinen, die wir daraus erzeugen können, das ist für mich immer was ganz Besonderes und was ganz Tolles. Ich glaube, Charlotte, das zeichnet uns an der Stelle auch ein bisschen aus und hebt uns auch von anderen Weinbaugebieten definitiv auch ab. Weil wenn man sich beschränkt auf eine Hauptweißrebsorte und auf eine Hauptrote Sorte, dann ist das okay, aber unter Umständen vielleicht nicht mehr so zeitgemäß für den Geschmack, den die einzelnen Rebsorten bieten und natürlich den der Kunde an der Stelle auch verlangt. Weil es bringt ja nur was zu produzieren, was letztendlich auch gekauft wird an der Stelle. Das ist richtig. Und da sage ich immer, egal, wenn Sie zu uns an die Bergstraße kommen, Sie finden unter Garantie mindestens einen Wein, der Ihnen schmeckt. Also das können wir hier garantieren, deswegen kommen Sie ruhig mal an die Bergstraße. Auch jetzt, die Winzer, die Vinotheken haben geöffnet. Wir dürfen natürlich leider nicht verkosten lassen, aber auch das wird sich hoffentlich bald wieder ändern. Und ja, wir haben ja die Weinprobe heute Abend und sind wir heute hier. Die kommende, also von daher kann man da Gas geben. Ganz genau. Ja, wir haben an der Bergstraße auch zwei Bereiche. Also wir haben nicht nur eine ganz große Vielfalt, sondern wir haben trotzdem, dass wir so klein sind, zwei Bereiche. Und der etwas größere Bereich, muss man sagen, ist tatsächlich der Bereich zwischen Heppenheim und Zwingenberg, die Region Starkenburg. Und dann gibt es aber auch noch die Region Umstadt. Richtig, den haben wir auch. Der liegt östlich von Darmstadt, wenn man so will, der Bereich Umstadt. So, und da gehört der Rostocker Rossberg dazu und natürlich dann die Odenwälder Weininsel Groß-Umstadt. Wir haben in Groß-Umstadt so ja, Mitte 80 Hektar ungefähr und haben hier auch viele strebsame Winzer, die hier den Weinbau betreiben. Allein wir in der Winzergenossenschaft an der Stelle haben knapp 100 Mitglieder. Und von daher, und wir sind über jeden Kollegen, den wir im Ort haben, sehr, sehr glücklich. Denn das ja, bereichert letztendlich auch den Weinbau in Umstadt. Und da sind wir ganz happy und man muss sagen, einfach durch die Bodenstruktur, unseren Quarzbohr für Verwitterungsboden, hört sich jetzt ein bisschen ja, sehr technisch an und dann haben wir noch so ein bisschen eine Lösslehmauflage. Also von daher, ja, gibt an der Stelle einfach besondere Weine und wir sind quasi Großumstadt, die Odenwälder Weininsel, das Tor zum Odenwald. Da gibt es dann jetzt viele, die sagen, oh, das kommt natürlich darauf an, von welcher Richtung man in den Odenwald hineinfährt, ganz ist genau. Ganz klar. Hier gilt es, von der nördlichen Ecke in den Odenwald auf der Bundesstraße B45 reinzufahren. Also jeder, der schon mal in Erbach war oder in Michelstadt auf dem Weihnachtsmarkt, oder in Erbach auf dem Weihnachtsmarkt, wie auch immer, der war und ist mit Sicherheit schon mal an Großumstadt vorbeigefahren. Also von daher immer eine Reise wert. Genau, und nächstes Mal nicht vorbeifahren, sondern mal einen kleinen Abstecher machen. Links und genau. Dann ist alles gut. So sieht's aus. Ja, und an der Stelle würde uns doch auch mal interessieren, eine Frage an die Zuschauer. Wir haben es gerade gesagt, wir kommen beide aus dem kleinsten Gebiet ja. Deutschlands und trotzdem trennen uns immerhin 50 Kilometer. Jetzt wird uns natürlich mal interessieren, wo kommen Sie denn so her? Kommen Sie vielleicht
Ja. Ja, von der Bergstraße. Also wir haben da natürlich ein paar Fragen vorbereitet, ist klar. Ne? Oder Sie dürfen da auch gerne natürlich jetzt mitmachen und anklicken. Sie müssen nicht, aber wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Uns wird es schon so ein bisschen interessieren. Ein bisschen. Also es ist nicht so, dass das irgendwie wichtig ist, also, aber egal. Also wir haben einmal das Thema Bergstraße oder die Antwort Bergstraße, dann die Antwort Odenwald und dann Hessen oder ob Sie von weiter weg herkommen. Also das heißt vielleicht auch, über der Reu ist jetzt nicht allzu weit weg, aber es ist halt schon mal ein anderes Bundesland. Also genau, von daher, also deutschlandweit, sagen wir ja, mal, oder Rest der Welt, ja, wer weiß. Genau. Vielleicht haben wir ja sogar Zuschauer aus dem Ausland. Wäre so natürlich eine super Sache, ja. Wäre schön, wenn Sie sich an der Umfrage beteiligen und dann gucken wir, was zum Schluss bei rauskommt. Genau. Und zwischendurch haben wir noch was ganz Besonderes, was die Bergstraße eben auch auszeichnet. Und zwar wird die Hessische Bergstraße auch oft bezeichnet als der Frühlingsgarten Deutschlands. Und das kommt nicht von ungefähr, denn wir haben hier ein ganz besonders mildes Klima. Gerade hier vorne an den Westhängen vom Odenwald. Wir sind sehr geschützt durch den Odenwald von den kalten Ostwinden. Und deswegen blühen bei uns im Frühjahr auch die Mandeln extrem früh. Es gab vor ein paar Jahren, haben sie sogar an Weihnachten geblüht. Also das ist tatsächlich wirklich viel zu früh. Das wollen wir gar nicht, dass es so früh so warm wird. Aber wenn es dann in Richtung Frühjahr geht, dann sind wir eigentlich immer mit die erste Region, wo die Mandeln blühen. Und auch da haben wir mal was Kleines für Sie vorbereitet, dass Sie sich ein paar Impressionen holen können. Gut. Willst du die Weine? Ja, da haben Sie mal ein paar tolle Bilder gesehen von der Bergstraße. Vorteil natürlich, Charlotte, an der Stelle bei euch, ihr könnt mit dem Herbst ein Stück weit früher anfangen und seid auch früher fertig wie die anderen. Ne? Das stimmt, also, aber wir fangen auch an, wenn es noch 30 Grad hat. Ja, dann ist auch nicht so toll. Schweißtreibende Arbeit ja, an der Stelle. Ne? Also von daher. Genau. Ja, liebe Zuschauer, ich denke und hoffe, ihr habt soweit an der Umfrage teilgenommen. Gibt es denn da schon ein Ergebnis? Haben wir aus der Regie irgendwas, Charlotte? Ja, also die allermeisten kommen tatsächlich von der Bergstraße. Okay, paar aber auch aus dem Odenwald. Also sind auch ein paar von da dabei also und auch von weiter weg. Also viel Heimspiel, viel Heimspiel an der Stelle. Ja. Also von daher, aber schön. Aber jeder ist herzlich willkommen bei uns. Von daher, Grenzen spielen da keine Rolle. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, wir kommen zu den nächsten beiden Weinen. Und zwar haben wir einen Riesling jetzt vom Weingut Mohr und dann einen roten Riesling vom Weingut Jäger. Viel Spaß damit und die Kollegen, bitteschön. Jetzt hört man mich. Schönen guten Abend. Mein Name ist Martin Simon. Ich bin vom Weingut Mohr aus Bensheim. Und ich werde Ihnen heute Abend unseren Riesling Gutswein 2020 trocken vorstellen. Und das ist mir ein besonderes Anliegen, auch hier den Riesling nochmal zu kredenzen. Wir haben ja vorhin gehört, es ist sehr stark der Burgunder hier im Anmarsch. Das ist richtig, weil wir haben hier einen Klimawandel, wir haben Probleme mit der Riesling-Situation. Aber dennoch, der 2020 ist ein super, super Riesling. Wir haben da eine ganz tolle Situation in der Flasche. Und ich denke, wir fangen einfach mal an, hier den Riesling zu kredenzen. Ganz kurz zum Weingut Mohr. Es ist ein Traditionsweingut. Wir haben das Weingut 2020 übernommen und das war eine besondere Situation, dass ein neues Önologenteam jetzt die Ernte und alles, was dazugehört, dann übernommen hat. Und das war eine tolle Sache und da kamen tolle Weine bei raus. Und ich würde sagen, ich zeige den jetzt mal. So, hier sieht man, jawohl, perfekt. Dann öffnen wir jetzt mal die Flasche. Wir riechen am Verschluss, weil es könnte ja Kork sein. Okay.
Also meine Frau hat mir extra erlaubt, die teuren Gläser zu nehmen. Wenn die jetzt kaputt gehen, dann wird es eng. Also deswegen, also müssen wir mal aufpassen. Okay. So. Wunderbar. Ich wurde ja vorher gebrieft. Ich darf jetzt nichts Historisches sagen, weil, Herr Simon, hören Sie auf mit dem historischen Kram, das interessiert doch keiner. Und da muss ich sagen, frei nach Heinz Erhardt, der sagt, es wird Sie überhaupt nicht interessieren, deswegen erzähle ich Ihnen das jetzt. Also die Riesling-Situation ist eine spezielle, also ist aus Deutschland. Riesling wurde in Deutschland, im Raum Deutschland-Elsass, wurde der kultiviert vor 600 Jahren. Das ist eine Kreuzung zwischen drei Rebsorten. Das eine ist die alte, edle Urrebe, das andere ist der Traminer und das dritte ist der Darmstädter Heuner, nee, Heunisch. Und diese drei Rebsorten machen den Riesling aus. Und man hat früher den Riesling gar nicht so erkannt als eine super Rebe, einen super Wein, weil man ihn viel zu früh geerntet hat. Die Erntesituation ist die, dass er auch eine späte Blüte hat. Er braucht eine lange Reifezeit und er braucht einfach die Sonne vom Herbst. Und 2020 hat er die Sonne bekommen. Und ich würde mal sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein. Dann würde ich sagen, Prost, eine tolle Farbe, gelblich, grün, wunderbar, so muss ein Riesling sein. Wir nehmen eine Nase. Ja, also da haben wir die Zitrus, Aprikosensituation ist da. Man merkt auch, wo er ist, also Bergstraße, mineralisch. Und unsere Hauptlagen für den Riesling sind der Wolfsmagen und der Hemsberg. Der Hemsberg wurde dann vorher Hand noch verlesen, damit wir also eine Vorlese haben. Und der Paulus. Der Paulus ist eine der schönsten Lagen, die wir haben. Paulus liegt zwischen New York. Paulus zwischen Bensheim und Heppenheim. Und wenn Sie spazieren gehen, dann können Sie auch da wirklich eine wunderschöne Aussicht genießen. Genießen Sie unseren Wein, setzen Sie sich dahin. Und wenn Sie den Wein im Glas haben, dann brauchen Sie nicht mehr. Aber gut, jetzt wollen wir mal probieren. Ja. Typischer Riesling, junger, rassiger Wein. Ja, hat eine gewisse Säure, okay, aber das ist beim Riesling ja normal. Und ich muss sagen, weil der 2020 sehr sonnig war, kommen auch so ein bisschen Zitrus beziehungsweise spezielle Früchte wie Orange, Apfel, auch eine leichte rauchige Note, so wie der Herr Meissner das auch gesagt hat. Da merkt man schon, dass er von der Bergstraße ist. Und ich denke, das ist eine besondere Sache. Wir probieren nochmal. Ja, bleibt lang im Mund. Das ist wirklich ein super, super perfekter Riesling. Natürlich kann man vom Klimawandel sprechen, keine Frage. Aber das ist wirklich, da hat unser Riesling überhaupt nicht gelitten. Also gar nicht. Und was wir hier im Glas haben, das ist schon was Besonderes. Ich würde sagen, Bergstraße perfekt. Und den können Sie auch länger lagern. Den müssen Sie jetzt nicht jung trinken. Den können Sie auch noch ein paar Jahre liegen lassen. Und die Farbe wird sich dann etwas verändern. Er wird dann etwas strohgelber. Aber er ist wirklich eine besondere Angelegenheit. Was ich noch sagen wollte, ist bei uns im Weingut, also wir sitzen mitten in der Stadt in Bensheim und wir haben schöne Aktionen, wir haben schöne Pakete und die Frau von Bensheim, Moment, ich hole das mal her, wo habe ich es hier? Die Frau von Bensheim, also die kennt eigentlich jeder und die Frau von Bensheim hat mit dem Weingut Mohr
haben wir eine schöne Aktion gestartet. Hier hinten sehen Sie die vier Weine. Die Frau von Bensem hat Rezepte uns gegeben und dazu die passenden Weine ausgesucht. Und das können Sie bei uns erwerben. Und da ist auch der Riesling drin. Und zu dem Riesling sind auch dann die passenden Rezepte. Und deswegen ist das eine schöne Sache. Deswegen erwähne ich das, dass dieser Riesling auch in diesem Paket ist. Und was ich noch Schönes habe, das wollte ich Ihnen noch zeigen. Das wollte ich Ihnen unbedingt noch zeigen. Ich darf ja nichts Historisches erzählen. Aber ich habe ein wunderschönes Buch. Das ist die Rheinweine und Hessen. Und hier ist auch, ich habe hier einen Schniebel drin, Moment. Es geht über Bensheim, das sieht man wahrscheinlich nicht. Das ist zwar in altdeutscher Schrift, man kann es gut lesen mit Fotos und es ist auch ein super Gedicht drin. Und da ist auch, sind auch unsere Lagen wie der Paulus, wie die anderen Lagen, wie Kalkgasse und so weiter sind erwähnt. Und dann ist das auch der Garant dafür, dass auch schon 1922 Riesling bei uns hier in den Lagen angebaut wurde. Ich denke, dem ist genug. Ich würde sagen, Prost. Genießen Sie unseren super, super tollen Wein. Und wenn Sie uns in der Winothek besuchen, wäre das schön. Und dann kann ich jetzt weiterreichen an den Sebastian. Der Sebastian und sein Vater, Jäger, machen weiter. Aber der Sebastian hat auch maßgeblich bei uns in der Weinlese 2020 mitgeholfen. Sie haben den Herrn Meisner kennengelernt im ersten Schritt. Und der Herr Meisner war auch im Önologenteam, was jetzt die Weine 2020 ausmachen. Meisner, die Frau Trautmann, der Sebastian Jäger und meine Tochter Lara. Und da muss ich sagen, super, vielen Dank für diese tolle Gemeinschaftsaktion. Und da kam dieser tolle Wein raus. Und ich sage mal Prost und gehe weiter an die Jägers. So, hallo, schönen guten Abend. Auch vielen Dank für die Überleitung von My Good More. Und ja, ich darf mal kurz vorstellen, wir sind zwei Kollegen. Ich bin der Michael, das ist Sebastian hier neben mir. Wir sind ein traditionelles Weingut im Herzen von Bensheim mit einer Weinstube, die traditionell immer an Winzerfest, sagen wir, am längsten aufhat. Wer dann sagt, das Dorf ist zu, wir gehen weiter zum Jäger, einen trinken bei Live-Musik bis zum Umfallen so ungefähr. Und naja, unser Sohn Sebastian, der mein Sohn Sebastian, stellt Ihnen heute Abend den Wein vor. Und wie der Hannes schon gesagt hat, wir werden bald auch vielleicht Nachbarn am Berliner Ring. Und ja, wie manche Leute schon gehört, aber wissen, wir haben seit 1. Januar das Weingut der Stadt Bensheim übernommen und dazu mehr in der nächsten Weinprobe am 14. Mai. Da sind wir mit dem Weingut der Stadt Bensheim dabei. Ich übergebe mal das Wort an Sebastian. Ja, auch von mir erstmal einen wunderschönen guten Abend. Ich stelle euch heute Abend unseren roten Riesling 2020, falls man es lesen kann. Ja, unser roter Riesling wächst am Hemsberg. Es ist unsere kühlste Lage, die wir besitzen. Also die Trauben werden ziemlich immer am Schluss von uns erst gelesen, da sie erst am spätestens die Sonne abbekommen. Es ist ein sehr kräftiger Boden, also der hält sehr gutes Wasser und deswegen kommen auch jedes Jahr immer wunderschöne Trauben heraus. Ja, der rote Riesling ist im Gegensatz zum weißen Riesling, hat er eine rote Beerenschale und deswegen eingeschenkt bekommt. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr mal unseren roten Riesling Maische vergoren, also mit der Traubenschale, mit dem Fruchtfleisch. Und dann bekommt man zum Beispiel, wie man sieht, eine Art Rot, also sieht aus wie ein Rosé, so ein bisschen orangefarben. Und ja, da sieht man, was die Schale im Prinzip für Eigenschaften hat. Aber jetzt erstmal zum Wein, den wir heute verkosten.
Unser Weißwein, also unser Roter Riesling, wird zu 100% im Edelstahltank ausgebaut. Wir benutzen Reinzuchthäfen. Für diesen Wein, der Roter Riesling, den wir im Maischberg gewonnen haben, haben wir spontan vergären lassen. Unser Roter Riesling wurde mit der Maschine gelesen, also es ist keine Handlese. Wir lesen zu 80% mit der Maschine und die restlichen mit der Hand. Wir sehen mit der Maschinenlese wenig Vorteil, also nicht so große Nachteile und man hat eine größere Schlagkraft. Ja, probieren wir jetzt erstmal einen Wein. Im Gegensatz zum normalen Riesling, zum ganzen weißen Riesling, ist der rote Riesling ein bisschen stärker in der Säure. Man hat eine leichte Frucht, aber es ist jedoch immer noch ein sehr angenehmer Weißwein. Ich trinke also zum Essen zum Beispiel eigentlich auch super zum Curry oder zum Beispiel zu Fischgerichten oder zum weißen Fleisch. Und ja, der Riesling wurde mit 12 Volumen. Also ist noch relativ leicht vom Alkohol, also ein geringer Alkoholwert. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn endlich wieder die Weinproben bzw. unsere Weinstube wieder öffnen kann, dass wir euch wieder mal persönlich sehen, dass ihr wieder auf den Schocken und auf den strammen Max vorbeikommt. Das fehlt uns auf jeden Fall. Also es ist eigentlich ungewohnt, dass abends die Wirtschaft zu ist. Das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man in den Hof reinkommt und sitzen keine Leute da. Ja. Das war's von uns beiden. Und dann gehen wir zurück ins Studio. Es geht los. Und schon sind wir wieder da im Kochstudio. Wir haben ja vorhin an der Spatel und an der Erdbeeren so ein bisschen rumgeschnippelt. Natürlich habe ich die daheim auch schon vorbereitet, wie das so üblich ist. Aber man kann es, denke ich, hier sehen, wenn wir mit der Kamera hier mal ganz kurz close drauf gehen. Ist sie da, die Kamera? Nein, es ist immer noch da vorne, die ich warte. Ja, daneben ist sie. Also ihr seht, wir haben hier so leichte Brandings drauf, so nennt man das Ganze. Ich habe also nach dem Kochen die Spargel, den weißen, wie auch ja, den grünen, kurz auf den Grill gelegt. Wer so keinen Grill zu Hause hat, der kann auch eine Bratpfanne nehmen, die so Riefen hat. Dass einfach hier noch so ein bisschen Röstaromen mit ins Spiel kommen und habe den wirklich nur eine Minute rechts, links und dann sind ja hier die Brandmarken schon drauf. Man muss also hier wirklich aufpassen, dass er nicht ratzfatz schwarz wird, weil dann ist es auch wieder für den Geschmack nicht unbedingt förderlich. Und wenn wir das dann haben, dann gehen wir her und schneiden das grob in Stücke. Was mir jetzt zugute kommt, ich sag mal, wenn es ans Zwiebelschneide geht, dann ist das eher so die Spezialität von meiner Frau. Ich bin fürs Grobe zuständig. Und dann schneiden wir das jetzt in grobe Stücke. Da bist du ja beim Spargel genau richtig, wenn es ums Grobe geht. Absolut, keine Frage, was man schauen sollte, dass man zum Schluss die Köpfe auch ganz lässt. Also ich würde die jetzt so in der Größe nicht weiter klein machen. Dann gehen wir her und bereiten ein Bett, kein Beet, sondern ein Bett von dem Rucola vor, geben den schon mal so in die Schüssel hinein, so, und den Spargel letztendlich dazu. Schön ist es, wenn er natürlich dann noch so leicht lauwarm ist, weil das natürlich nachher für ja, die Zugabe vom Essig einfach noch mal eine ganz andere Nummer ist, und wenn er lauwarm serviert und gegessen wird, dann schmeckt er einfach auch noch mal ganz anders da. Also ich muss sagen, das grobe Schneiden an der Stelle, das kommt mir wirklich zu Pass, muss ich echt sagen. Wie ist das? Ich meine, du grillst ja unheimlich gerne, zumindest das sehe ich das immer so. Kochst du auch genauso viel zu Hause oder wer ist dafür zuständig bei euch? Also kochen, also wir versuchen, wenn es die Zeit hergibt, dass wir einfach gemeinsam kochen. Wobei ich an der Stelle einfach sagen muss, das Filigrane ist mehr die Sache von der Sandra. Abschmecken mit Gewürzen, das machen wir dann gemeinsam. Aber wenn es dann an der Grill geht, wenn es dann ne, so... Das ist halt so Männersache, diese, ne? Ja, also die Sandra sagt, ach, mach du das, ne? Also von daher, wenn ich spät von der Arbeit komme, dann klappt das immer gut. Ah, mach mal den Grill an so weiter, ne, dass wir dann gleich loslegen können. Aber vorbereitet ist dann schon mal alles? Das meiste, ja, quasi, muss man wirklich sagen. Okay, gut. Also Teamwork. Ja, also das ist ganz wichtig, weil ich sag mal, wir sind beide berufstätig und haben jetzt keinen Job, der... von morgens um
8 bis mittags um 4. Ne? Ja. Also von daher, wenn man dann bei Zeit abends irgendwie dann doch heimkommt, ist es schön, wenn man dann auch zeitig irgendwie essen kann und indes abends um 8:30 oder um 9. Die Fall. Erdbeeren auch, wir haben es vorhin gesagt, gewaschen, Grünzeug weg, dann haben wir sie geviertelt. Die kommen jetzt auch noch mit dazu. Und dann geht's los mit dem Gewürz, mit dem Würzen. Wir haben seit vielen Jahren bei uns in der Vinothek eigenes Balsamicoöl. Also wir haben hier Riesling-Auslese, Riesling-Spätlese genommen, also nicht nur das, was irgendwie übrig ist und so irgendwie aufzug, das ist wie mit dem Metzger, der kann ja auch aus dem Anschnitt von der Wurst, kann der ja auch nicht nur Fleischsalat machen, der braucht auch gescheite Wurst, sonst funktioniert das nicht. Und so ist das mit dem Essig auch. Hier haben wir also wirklich ganz tolle restsüße Weine genommen, haben die weggegeben, also extern Essig draus machen lassen, weil Essig will man nicht so wirklich im Keller haben, das ist ganz klar. Nee, das und, wollen wir Winzer lieber nicht im Keller. Da haben wir einen ganz tollen Balsamico, den geben wir jetzt hier an der Stelle ein bisschen drüber. Man sieht es auch, der läuft schon ja, relativ dickflüssig, also das ist jetzt nichts hier aus dem Discounter oder sonst irgendwas. Dann noch ein bisschen Olivenöl dazu, das ist auch wichtig. Da muss man auch jetzt nicht zimperlich sein, das ist alles ganz okay. Und jetzt kommen die Gewürze. Klassisch kann man sagen, okay, wir machen einfach ein bisschen Salz und Pfeffer dran. Wäre aber zu langweilig. Mhm. Unsere Weine sind ja auch nicht langweilig. Die haben ja auch ihre verschiedenen Facetten und ihre ja, Ecken und Kanten, so wie man es eigentlich braucht. Und da nehme ich ganz gern ein schönes Gewürz. Das nennt sich Café de Paris. Das nehme ich jetzt am besten so raus, weil es doch ein kleines bisschen klumpt. Aber es sieht nach einer Mischung aus. Das ist eine Mischung. Wie gesagt, Café de Paris, da ist ein bisschen Curry mit drin, da ist auch ein bisschen Knoblauch mit drin. Wichtig bei Gewürzen, wenn man sie kauft und wenn man sie dann sieht, und da sind so Klumpen drin wie hier. Wo ist denn die Kamera? Da ist die Kamera. Kriegen wir die noch irgendwie hin daneben? Wenn man sieht, genau, da sind so Klumpen drin wie hier, dann ist das eigentlich ein Qualitätszeichen für ein Gewürz, weil keine Rieselhilfe drin ist. Also keine irgendwelchen anderen Stoffe, die da drin nichts verloren haben, rein nur die Gewürze. So, und dann haben wir hier noch Veggies Wonder, da machen wir auch ein bisschen was rein. Das geht jetzt einigermaßen, das ist ganz frisch abgefüllt. Das ist auch tatsächlich, du hast ja deine eigene Gewürzlinie. Schröbels SOS Barbecue und die hast du selbst zusammengestellt, ja? Meine Frau und ich haben die selber zusammengestellt. Wir haben im Moment 5 Stück. Das ist einmal was für Rindfleisch, für Schweinefleisch, für Hühnchen bzw. Geflügel mit Haut. Dann haben wir noch Fisch und dann haben wir hier das Veggie, gerade für den Salat oder für Grillgemüse. Ja. Man kann auch die Bolognese-Soße ein bisschen mitpimpen, weil einfach mediterrane Kräuter drin sind. Da passt das eigentlich ganz gut. Das ist so ein bisschen noch Passion von uns beiden, das so nebenher macht man halt einfach mal so ein paar Gewürze. Okay, und habt ihr das auch so ein bisschen abgestimmt, mal zu sagen, okay, das Gewürz würde jetzt gut zu dem Wein passen, oder hat das Gewürz überhaupt einen großen Einfluss auf den Wein, den ich zu dem Essen auswähle? Also das kann man auf jeden Fall sagen. Gewürze sind essentiell in Begleitung vom Essen und dann natürlich auch in Kombination mit den Weinen. Ich sag mal, gerade asiatische Küche oder so weiter, da arbeitet man gerne auch mit Koriander und so weiter. Und wenn man da zu viel nimmt, wenn man sich da in der Menge vertut, dann wird das Gericht schnell seifig. Und dann hat man natürlich auch seine Probleme, hier einen passenden Wein zu finden. Und wenn wir gerade bei der asiatischen Küche bleiben, eine Zitronengrassuppe, ganz tolle, schöne Zitronengrassuppe, wo man sagt, ah, die hat so ein bisschen was Säuerliches, ein bisschen was Scharfes, je nachdem. Mhm. Passt ein Weißburgunder trocken eigentlich ganz gut dazu. Und dann schmeckt der trockene Weißburgunder auf einmal gar nicht mehr so richtig trocken. Da geht er so ein bisschen in die halbtrockene Richtung und denkt, huch, was habe ich denn jetzt hier im Glas? Und das ist einfach die Kombination mit den Gewürzen im Essen und mit dem, was ich letztendlich im Glas habe, was dann eine schöne Synergie ergibt. Und ich finde einfach Weinproben in Kombination mit dem Essen, finde ich das Tollste, einfach da zu sitzen und oh, wir machen mal eine 8er Weinprobe oder so irgendwas. Ne? Finde ich schon fast langweilig, wenn man es irgendwie kombinieren kann. Immer besser. Da müssten wir jetzt eigentlich nochmal alle Weine mit dem Salat durchprobieren, um hinterher zu sagen, welcher am besten gepasst hat. Das machen wir dann hinterher, wir wenn alles rum ist. Ja, also von daher, ich habe da dann noch ein paar Tellerchen dabei, also wir können da natürlich naschen. So sehr ist gut. Das Ganze gedacht, also alles nur klar. Herrichten und dann so, oh, ich nehme es wieder mit nach Hause. Das habe ich nicht vor. Das, so hätten wir dich auch nicht gehen lassen hier. Ja, dann ist ja okay, dann ist ja okay. Gut, dann dürfen wir an dieser Stelle überleiten. Erstmal probieren wir noch. Ja. Den letzten, den wir noch im Glas genau, haben. Genau, den letzten, den wir im und Glas haben. Und dürfen Nachschub. Jetzt überleiten zum Weingut Simon Bürkle. Und da kommen wir zu einem Muscatella. Ach genau, und wir haben vorher noch eine Frage vorbereitet ans Publikum. Oh, stimmt. Bevor wir die wieder vergessen, haben wir uns mal überlegt, ja, wir würden gerne mal wissen, was für Weine trinken Sie denn am liebsten? Rot, Weiß, Rosé, haben Sie da einen Favoriten? Jetzt nicht speziell zum Spargel oder speziell zu irgendeinem Gericht, sondern was bevorzugen Sie grundsätzlich an Weinen?
Also es gibt so den klassischen, ne, wo man sagt, okay, ich sitze jetzt auf der Couch mit meiner Frau oder vor dem Kamin oder sonst irgendwo oder auf dem Fell vor dem Kamin, wie auch immer. Und was trinke ich denn da gerne am liebsten? Wo macht es am meisten Spaß? Oder man sagt, okay, eigentlich trinke ich gern lieber rot trocken, aber die Kombination zum Essen ist mir an der Stelle dann doch wichtiger. Genau, ja. Was bist denn du für ein Typ? Ich bin so der Kombinationstyp im Essen. Das ist, ja. Habe ich mir jetzt was gedacht. Was eine Überraschung. Ja, ich hätte jetzt auch nichts anderes erwartet. Dann ist ja gut. Okay, dann genau. Würde ich fast sagen, wir leiten über zum Weingut Simon Bürkler genau. An der Stelle. Und gucken dann später mal. So ist es, weil wir sehen uns direkt vorne nochmal, weil dann darf ich auch noch ganz kurz was zu unserem Wein erzählen. So sieht's aus. Viel Spaß. Ja, so, jetzt bin ich dran. Mein Name ist Johannes Bürkle vom Weingut Simon Bürkle. Wir sind hier im schönen Zwingenberg. Ich sitze hier gerade in unserem Weinverkaufslädchen. Und ja, ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was über uns. Wir sind ein Zweifamilienweingut, das Weingut Simon Bürkle, also aus den Familien Simon und der Familie Bürkle. Wir bewirtschaften 12 Hektar Rebfläche in und um Zwingenberg, also im Norden angrenzend Alsbach und im Süden angrenzend Auerbach. Und ja, uns gibt es inzwischen dieses Jahr seit 30 Jahren. Das Weingut wurde 1991 gegründet von meinem Vater Wilfried Bürkle und seinem damaligen Studienkollegen Kurt Simon. Die haben das Weingut damals gegründet. Heute sind die beiden leider schon verstorben, sodass jetzt ich, Johannes Bürkle, und die Dagmar Simon gemeinsam Inhaber des Weinguts sind. Wir machen das natürlich auch nicht ganz alles alleine, sondern haben auch noch ein ganz gutes Team hinter uns stehen, die uns sehr viel helfen und ja, uns dabei helfen, unsere guten Weine herzustellen. Ja, wir haben ganz viele verschiedene Weine. Der Großteil unserer Anbaufläche ist mit Riesling bestockt. Und ich glaube auch, dass der Klimawandel gar nicht so schlimm ist für den Riesling. Wir werden auch weiterhin, denke ich, noch gute Rieslinge kultivieren können hier an der Bergstraße. Da geht es halt eher dann so ein bisschen drum, dass man auf den Erntezeitpunkt der Reben achtet. Und ja, da denke ich, das kriegen wir trotzdem noch ganz gut hin. Ja, heute der Wein, den ich vorstelle, ist ein Muscatella. Wie gesagt, der Großteil bei uns ist Riesling, aber danach werden wir auch, wie viele andere schon erzählt haben, recht bunt in der Rebsortenvielfalt. Wir haben auch relativ viele Burgunder im Anbau, Grauburgunder, Weißburgunder, auch wir haben Auxerrois. Und ja, dann kommen bei uns die aromatischen Rebsorten, Gewürztraminer, Scheurebe, Muscatella. Und im Rotweinbereich haben wir dann Spätburgunder, St. Laurent, Lemberger und Cabernet Sauvignon. Ja, Muscatella. Ich zeige auch mal kurz die Flasche. Ich denke, die sieht man ganz gut. Ja, ich schenke mir auch mal ein Schlückchen ein. Das Besondere am Muscatella ist, wie gesagt, es ist eine aromatische Rebsorte. Sie ist also sehr geruchsintensiv. Das werden Sie auch direkt merken, wenn Sie mal in das Glas hineinriechen. Dann springt Ihnen die Frucht doch relativ stark entgegen. Je nachdem, wann Sie die Flasche aus dem Kühlschrank geholt haben. Ich hoffe doch mal, dass Sie den Wein eingekühlt haben. Das macht doch immer noch ein bisschen mehr Spaß. Kann es auch sein, dass es ein bisschen länger dauert, bis der Wein ein bisschen wärmer ist, bis er seine Aromen entfaltet. Dazu können Sie das Glas in die Hand nehmen und mit der Hand ein bisschen den Wein anwärmen. Dann kommt das Aroma noch ein bisschen stärker raus. Ja, ich habe gerade gesehen, da kam gerade ein Kommentar zum Verschluss. Da sage ich doch mal noch was zum Verschluss. Wir haben nämlich einen Glasverschluss auf unseren Flaschen, zumindest bisher. Dieses Jahr, der 2020er Jahrgang, wird der erste Jahrgang sein, in dem wir zumindest im Weiß- und Roséweinbereich keine Glasverschlüsse mehr verwenden. Es ist einfach unheimlich schwierig, die Flaschen zu bekommen. Man braucht eben spezielle Flaschen. Die Verschlüsse an sich selbst sind auch relativ schwer zu bekommen. Und das größte Thema eigentlich ist, es ist unheimlich teuer. Natürlich gibt es inzwischen sehr, sehr viele gute Alternativen, die zumindest von der Qualität her mindestens genauso gut sind wie der Glasverschluss. Und ja, wir werden auf jeden Fall
auf Drehverschluss umwechseln. Aber ich denke, das macht im Genuss des Weines keinen Unterschied. Dieses Jahr ist für alle sehr hart. Corona hat auch uns Winzer schwer getroffen. Keine Veranstaltungen und alles. Und da haben wir gesagt, dieses Jahr machen wir das jetzt einfach mal, dass wir unsere Verschlüsse ändern, weil, wie gesagt, die Qualität der Verschlüsse macht, oder die Qualität des Weines ist durch den Glasverschluss nicht anders als die durch den Drehverschluss. Ja, was gibt es noch zu Muscatella zu sagen? Muscatella für uns eine ganz wichtige Rebsorte. Wir hatten 2007 eine Flurbereinigung bei uns im Zwingberger Steingeröll, hatten dann also die Möglichkeit, neue Rebsorten anzupflanzen. Und haben uns da nach langen Diskussionen schlussendlich dafür entschieden, keinen Sauvignon Blanc anzupflanzen. Es gibt hier in Deutschland sehr viele schöne Rebsorten, sehr viele schöne traditionsreiche Rebsorten. Und da haben wir uns dann zum Beispiel eben für den Muscatella entschieden, neben einigen anderen Rebsorten, die wir da in der Zeit auch gepflanzt haben, wie Weißburgunder, Riesling, also eigentlich die ganz typischen Rebsorten, die wir sonst auch vorher schon im Anbau hatten. Ja, das Besondere bei Muscatella ist eigentlich, die Trauben haben auch einen sehr intensiven Geschmack. Bei Muscatella Muscatella ist für mich der Wein, wo der Geschmack der Trauben am ehesten in den Wein transportiert wird. Und das ist eben zum einen im Geschmack so, aber zum anderen auch im Geruch, dass es einfach sehr fruchtig ist, sehr aromatisch, teilweise sogar ein bisschen in die Exotik gehend. Und ja, dafür machen wir was Besonderes. Wir ernten die Trauben zu 100% von Hand. Wir sortieren die Trauben im Weinberg sehr, sehr stark vor. Das heißt, wir wollen einfach nur 100% gesundes Lesegut haben. Das kommt nun mal einfach vor, dass manche Trauben im Weinberg schon faul werden. Dann werden die bei uns komplett aussortiert. Und das kann man eben einfach nur, wenn man von Hand erntet. Die Maschine macht keinen Unterschied, ob die Beere vielleicht schon verfault ist, sondern die nimmt einfach alles mit. Und unsere Lesehelfer sind sehr gut trainiert. Einige davon kommen bereits seit 25 Jahren zu uns. Die wissen ganz genau, worauf es ankommt und ernten dann eben auch genauso, wie wir das möchten. Ja, dann haben wir eben 100% gesundes Lesegut. Da es, wie vorhin von der Charlotte schon erwähnt, oftmals so ist, dass wir teilweise bei 30 Grad inzwischen mit der Ernte beginnen, ist es eben auch so, dass die Trauben sehr, sehr warm sind. Und um die Trauben weiter zu verarbeiten, gehen wir dann den Schritt und stellen die Trauben aus kalt als die zerquetschten Trauben. Und weil einfach bei den Trauben ist noch Luft dazwischen und das kann man sehr gut kühlen. Ja, dann ist es so, dass wir einen Tag nach der Lese, wenn die Trauben dann eben kühl sind, die Trauben einmeischen, lassen sie dann nochmal teilweise bis zu 2 oder sogar 3 Tage auf der Maische stehen, auch stark gekühlt im Kühlhaus, um einfach möglichst viel Aromastoffe aus der Bärenhaut auszulösen. Und erst dann werden die Trauben schlussendlich gepresst. Ja, was noch besonders ist, wir haben einen trockenen Muscatella. Muscatella wurde sehr lange Zeit oftmals immer sehr süß ausgebaut, weil einfach süße Weine das besondere Aroma noch etwas besser unterstützen. Wir haben uns aber entschieden, den Wein trocken auszubauen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir lieber trockene Weine trinken. Das ist natürlich auch ein bisschen Eigennutz, aber ich denke, dass das Aroma doch auch sehr, sehr intensiv noch rauskommt. Und ja, dann war es das eigentlich schon so größtenteils von mir. Der Hanno hat vorhin auch schon so ein bisschen erzählt, wie toll es doch ist, der Winzerberuf. Und da möchte ich auch einfach noch mal kurz erwähnen, wir sind Ausbildungsbetrieb, haben leider dieses Jahr keinen Auszubildenden. Also wenn sich irgendjemand von Ihnen berufen fühlt, wir haben noch Ausbildungsplätze frei und würden uns immer freuen, wenn jemand dazukommt. Schöne Grüße möchte ich noch richten an alle anderen Winzer, die ich jetzt da so ein bisschen an der Seite sehe. Und allen Zuschauerinnen und Zuschauern wünsche ich ganz viel Spaß
Ich habe, glaube ich, noch gar nicht getrunken, währenddem ich jetzt was erzählt habe, aber spätestens jetzt zum Wohle, einen schönen Abend noch. Und ja, in dem Fall geht es tatsächlich zurück ins Studio, denn der Olli steht ja im Studio. Prost! Ja, mein lieber Johannes, vielen herzlichen Dank für die Überleitung und auch danke für den tollen Wein, den wir hier auch im Studio genießen durften. Und Charlotte, wir haben eben noch eine Umfrage. Gibt es denn da schon ein Ergebnis? Ja, da gibt es tatsächlich ein Ergebnis. Das sollten wir auch eingeblendet bekommen. Ja, da ist es. Oh. Also die meisten trinken tatsächlich gerne Weiß. Ein paar auch Rot, 56%, also über die Hälfte unserer Zuschauer mögen gerne Weißwein. 27% trinken lieber mal Rotwein und 18% Rosé. Und ich glaube, da sind wir doch an der Bergstraße ganz gut aufgestellt. Das würde ich an der Stelle auch sagen. Und es gibt hier einen ganz tollen Querschnitt. Und ja, ich finde einfach, du hast es vorhin schon gesagt, wer an die Bergstraße kommt, wer nach Umstadt kommt, der geht nicht heim, ohne dass er irgendwas gefunden hat, weil einfach die Auswahl so riesig ist. Und um die Auswahl, ja, die Sie zu Hause haben, jetzt einfach noch ein bisschen runter zu machen, möchte ich ganz kurz an der Stelle Vinum aut Mundis, die Odenwälder Winzergenossenschaft, vorstellen. Warum eigentlich Vinum aut Mundis? Vinum steht für Wein, das dürften die meisten von Ihnen, denke ich, wissen aus dem Lateinischen. Und Großumstadt hieß früher aut Mundistadt. Und da hat man das abgeleitet davon und frei übersetzt aus dem Lateinischen, nicht hundertprozentig jetzt richtig, wird jetzt der ein oder andere eingefleischte Lateiner sagen, aber Vinum aut Mundis steht für Wein aus Umstadt oder Umstädter Woi, so wie wir bei uns in Großumstadt sagen. So, und im Glas haben wir jetzt einen schönen Cabernet Blanc. Einen 2019er. Cabernet Blanc ist so, ja, eine der erfolgreichen Neuzüchtungen aus der Neuzeit. Und es ist eine sogenannte Piwi-Rebsorte. Was heißt jetzt wieder Piwi? Ist die Abkürzung für pilzwiderstandsfähig. Und wir haben ja in Deutschland, in Europa, wo auch immer, in Frankreich, Italien, ja, die angrenzenden Weinbaugebiete, Amerika, jeder hat ja irgendwo mit der Witterung zu kämpfen. Und auch Sie zu Hause im Garten haben mit der Witterung zu kämpfen. Sie kennen es vielleicht bei den Rosen, ja, dass da der ein oder andere ich sag mal Schädling an der Stelle vorbeischaut und sagt, ach ja, jetzt Wetter passt mir ganz gut, ich nist mich da mal ein. Und da ist das bei dem Cabernet Blanc einfach der Fall, dass der hier ein bisschen widerstandsfähiger ist. Das heißt, das Thema Pflanzenschutz wird hier nicht ganz so groß geschrieben, wie das im normalen Weinbau auch so ist. Und wir haben hier versucht, in Großumstadt gerade die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, wo auch der Regent dazugehört, irgendwo wohnungsnah anzubauen, dass wir also hier die Anwohner nicht allzu sehr, ja, belästigen mit Durchfahrten vom Schlepper und so weiter, dass hier auch die Weinbergsarbeit ein bisschen reduziert wird. Und das passt hier eigentlich auch ganz gut. Und man muss sagen, einige Winzer bei uns in der Genossenschaft haben sich dazu entschieden, einfach biologisch oder Bio-Weinbau zu betreiben. Und da haben auch wir uns von Seiten der Genossenschaft teilzertifizieren lassen. Und Teile unserer Reben und unserer, ja, Weine, die wir ausbauen, werden biologisch dann ausgebaut. Und da gehört dann auch ab der Ernte 2021 hier dieser Cabernet Blanc dazu. Momentan ist er in der Umstellungsphase, aber ab der kommenden Ernte ist er hier als Bio-Wein an der Stelle erhältlich. Zur Genossenschaft allgemein würde ich gerne noch zwei, drei Takte sagen. Und zwar, wir wurden 1959 gegründet und haben aktuell rund 100 Mitglieder. Tor zum Odenwald, das habe ich alles schon angesprochen, Südhänge und so weiter. Das passt hier klimatisch eigentlich auch ganz gut. Da bleibt auch die ein oder andere Regenwolke mal bei uns hängen, ja, am vorderen Odenwald, was dazu führt, dass wir doch mal Niederschlag haben, wenn es woanders da vielleicht nicht regnet, was dem Weinbau auch recht erträglich ist. Und der Weinbau in Großumstadt geht bis in die Römerzeit zurück. Also hier gibt es den Traubenstein, der in der evangelischen Stadtkirche hinterlegt ist, und der ist letztendlich das Indiz dafür, dass es so lange schon Weinbau in Großumstadt gibt. Und die Römer haben sich im Nachbarort in Dieburg so ein bisschen niedergelassen. Da gibt es aber keine Buckelhänge, wie auch immer. Und so haben sie die Südhänge bei uns in Großumstadt genutzt und hier schon Weinbau betrieben. Und damit wir so einen, ja, extraktstarken Wein wie den Cabernet Blanc hier an der Stelle hinkriegen, ist es ganz wichtig, dass es vom Ertrag letztendlich auch irgendwo passt. Und da haben 2001 unsere Mitglieder sich schon dafür entschieden, maximal 80 Hektoliter pro Hektar anzubauen. Wir dürften 100 Hektoliter ernten, aber sie haben gesagt, nein, wir reduzieren hier die Menge auf mindestens 20% weniger, so dass der Rebstock, ja, die Zuckerleistung, die er hat, in weniger
Reben in weniger Trauben letztendlich einlagert. Und so ist die Qualität an der Stelle einfach ein Stückchen höher. Und das hat letztendlich dann auch dazu geführt, ja, dass es uns gelungen ist, in den letzten Jahren auch Staatsehrenpreis, Bundesehrenpreis und so weiter zu bekommen. Auch bei der aktuellen Weintrophy in Frankfurt haben wir Gold einheimsen können. Also von daher ist letztendlich die Grundlage, die beste Grundlage, tolle Weine zu produzieren, ist im Weinberg. Dafür sind unsere Mitglieder verantwortlich und da sind wir sehr stolz drauf, dass das ja so wunderbar klappt. Und dann kann der Kellermeister aus tollem Lesegut auch tolle Weine produzieren. Und wir nehmen jetzt noch mal kurz das Glas, wenn Sie möchten, in die Hand, schwenken es kurz und riechen ganz kurz rein. Und da wird es recht spannend. Wir haben hier ja so Aromen, Maracuja, Stachelbeere. Aber die Charlotte hat es eben auch schon gesagt, sagte, du Olli, da ist ja richtig viel Paprika drin. Also das ist jetzt nicht so, dass man so, ich als Gewürzmensch da so vorbeilaufe am Tank und na, mach so ein bisschen Paprika rein. Das ist einfach so. Also der Cabernet Blanc ist hier sehr ähnlich dem Sauvignon Blanc an der Stelle. Und der bietet aber vom Anbau her auch zwei Geschmacksnuancen. Ernte ich ihn früh, habe ich so ein bisschen diese vegetativen grünen Aromen wie Paprika, auch so ein bisschen Spargel, grünes, frisch geschnittenes Gras. Und ernte ich ein bisschen später, so ab 85 Grad Öxle, wenn er dann in die Spätlesequalität hineingeht, dann habe ich hier so diese Früchte, Maracuja und so weiter und Stachelbeere, die sich hier wiedergeben. Wie schaffen wir es dann, beide Aromen hier in das Glas zu bringen? Wir ernten einmal früh, bauen den aus, ernten einmal spät, bauen den aus und dann gucken wir, dass wir die beiden Chargen miteinander verheiraten und hier einen ganz tollen Wein hinkriegen, der hoffentlich auch für Allermanns und aller Fraus Geschmack ist. Und wenn es jetzt um die Spargelzeit geht, kann ich Ihnen den nur wärmstens empfehlen. Sehr zum Wohl. Ja, sehr zum Wohl. Vielen Dank, so Olli. Sehr gerne. Das keine ist ja Ursache. Eigentlich der typische oder der Wein schlechthin, um zu demonstrieren, dass man sogar mit lediglich einem, mit einer Rebsorte alle Geschmäcker bedienen kann, oder? Das stimmt allerdings, genau. Ja. Frühlesen, Spätlesen, zack, hat man ja ein Strauß voll Aromen. Genau. Ja, super schön. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, wir kommen so langsam in Richtung Zielgerade und es ist jetzt auch langsam an der Zeit, mal Danke zu sagen. Denn eine solche Veranstaltung oder diese beiden Veranstaltungen würden nicht funktionieren, wenn nicht gewisse Sponsoren da wären und wenn nicht Vereine da wären, die hinten dran stehen, die helfen, das Ganze zu organisieren und auch zu finanzieren. Und da möchten wir ganz am Anfang mal Danke sagen an die Sparkasse und auch an GGEW, denn das sind unsere beiden Hauptsponsoren. Vielen Dank, dass Sie uns hier unterstützt haben. Und natürlich gehören noch ein paar mehr dazu. Das ist zum einen Helmut Herbert GmbH, die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim und die Touristinformation. Und ich mache weiter in der Reihenfolge. Dann haben wir die Elektro Klein GmbH. Dann haben wir die Schilling GmbH, die befasst sich mit Gerüstbau. Dann haben wir die Firma Planen und Bauen GmbH. Dann haben wir WSW Betreuungs GmbH und dann die Firma Klug, die ist für uns Winzer an der Stelle sehr wichtig. Also alles, was wir brauchen, ob Kartonage oder sonst irgendwas und Schläuche und, ne, und mal eine Bombe oder sonst irgendwie, die kriegen wir von der Firma Klug. Und dann haben wir auch noch zwei Edeka-Märkte für die und auf die wir ja auch ein hohes Dankeschön setzen an der Stelle. Da haben wir einmal den Edeka Jacobi und dann den Edeka Merz, die Weinpakete auch verkauft haben. Und das, liebe Damen und Herren, auch zum Selbstkostenpreis. Das heißt, die haben hier nichts verdient. Die haben gesagt, Mensch, wir wollen hier die Winzer an der Bergstraße an der Stelle unterstützen. Gebt uns Pakete, wir verkaufen sie für euch. Und der Erlös geht dann entsprechend direkt in die Kassen, da wo es hingehört. Genau. Wir wollen nichts daran verdienen. Ja, da sind wir sehr dankbar. Und das ist nicht selbstverständlich, gerade im Lebensmitteleinzelhandel. Das, glaube ich, wissen wir alle. So sieht's aus. Ja, an der Stelle auch noch einen kleinen Ausblick. Sie haben ja alle auch im Weinpaket dieses Heftchen hier mit drin gehabt. Da stehen auch ganz viele Veranstaltungen drin, die, jetzt muss ich leider sagen, eigentlich geplant waren für die nächsten zwei Wochen. Und ich möchte hier ganz kurz darauf hinweisen, dass das meiste davon leider nicht stattfinden wird, denn alles, was präsenzmäßig geplant war, kann unter den momentanen Voraussetzungen einfach nicht durchgeführt werden.
Also Weinwanderungen können nicht stattfinden. Ich glaube, das ist allen bekannt, da haben alle Verständnis dafür. Aber Charlotte, ich denke, ein guter Plan ist durch nichts zu ersetzen. Was wäre, wenn wir im Herbst, wo wir das Ganze uns schon ausgedacht haben, Ideen hatten, wenn wir da schon irgendwo die Flinte ins Korn geschmissen hätten und gesagt, ach nee, lass mir, plane gar nicht, es passiert nichts. So sieht's aus. Also von daher. So sieht's aus. Und ich bin auch sicher, dass die ein oder andere Veranstaltung auch nachgeholt wird, sobald es wieder möglich sein wird. Also da einfach entweder mal die Winzer kontaktieren, die sind ja alle in dem Heft hier aufgeführt, oder ja, auf den Homepage nachschauen oder anrufen, wie auch immer. Also ich glaube, Sie finden die Informationen, und wenn die Veranstaltungen nachgeholt werden, dann kommen Sie da auch an die Infos. Was aber tatsächlich stattfindet, sind die Online-Weinproben, und dazu gibt es zwei von der Bergstresser Winzergenossenschaft. Das eine ist eine Jungwinzer-Weinprobe am 7. Mai und das zweite ist am 8. Mai eine Sektprobe. Oh. Ja. Auch gut, auch was gut, Feines. Ne? Ja, Sekt ja. Kann man auch mal verkosten. Und was natürlich auch wieder stattfindet, ganz klar, ist in 2 Wochen die zweite große Online-Weinprobe mit 9 anderen Winzern, mit 9 anderen Weinen, die wir an gleichem Ort, gleiche Stelle dann hier verkosten werden. Und die Pakete dazu, die gibt es natürlich an den Stellen, an denen es auch die Pakete für heute gab, die Verkaufsstellen, und die ganzen Infos dazu, die finden Sie auf der Homepage www.bergstresser-weinfrühling.de, ist auch gerade eingeblendet. Da finden Sie die Verkaufsstellen, wo Sie die Pakete erwerben können. Wir packen auch fleißig nach, also das ist gar kein Problem, es wird da auf jeden Fall genug für Sie da sein. Ja, alle weiteren Infos natürlich auch in dieser Broschüre mit drin. Genau, an der Stelle wollte ich auch noch mal ganz kurz auf die Gläser eingehen, die wir unbedingt ganz neu haben. Guck mal, zack, ja. Wo ist meine Lieblingskamera? Daneben ist sie, Achtung. Und genau, also es gibt ja für die Weinlagenwanderung spezielle Gläser, hatten wir in den letzten Jahren auch, wobei das tatsächlich die kleinen Bechergläser waren, und wir haben jetzt neue erstellen lassen, neue die Gläser. Die haben jetzt Stil. Die haben jetzt Stil. Wortwitz. Ja. Und das Schöne ist, oder das Tolle war ja bei den kleinen Gläsern, bei diesen Bechergläsern, dass man sich die um den Hals hängen konnte. Da gab es spezielle Vorrichtungen, und das können wir jetzt auch. Allerdings, also das ist natürlich wunderbar gemacht. Sie sehen es, erfahrungsgemäß ist es günstig, wenn man das Glas vorher natürlich leer getrunken hat, muss man schon auch sagen. Aber es hilft halt einfach beim Transport. Und ich stets sage, da hat man halt noch die Hände frei für die weg und die andere Hände für die Wascht, ne? Also genau. Das ist auch von Vorteil. Man braucht keinen Tisch. Ich muss ehrlich sagen, ich arbeite an solchen Gläsern für unser Weinfest auch schon seit Jahren. Es ist ein Kampf. Ja, nimm doch aber, die. Ja, ich weiß, also das ist ja keine Frage. Aber an der Stelle sieht man doch, dass es machbar ist und dass es funktioniert. Und vielleicht ist der eine oder andere jetzt dann auch angefixt bei uns und sagt, okay, dann, wenn die das können, dann können wir das vielleicht auch. Ganz genau, ja. Und die Gläser gibt es natürlich auch käuflich zu erwerben bei den Winzern hier an der Bergstraße. Das Set kostet 5 €, also einfach mal vorbeischauen und zugreifen. Sehr gut, sehr gut. Aber ich glaube, auf unserem Spickzettel, den ich jetzt hier vor mir habe, haben wir noch was zum Thema Geschmacksrichtung. Mhm. Wir haben ja tatsächlich bis jetzt nur trockene Weine verkostet. Ist dir das eigentlich aufgefallen? Schon so ein Stück weit, aber... Also mein Hals wird schon wieder fast ein bisschen trocken, aber das liegt wahrscheinlich mehr so daran, dass wir viel gesprochen haben. Ja, das stimmt allerdings. Also hier ist schon trockene Luft, sagen wir mal so. Ja, ne? Jetzt wird so, ja auch ständig umgewälzt. Genau, so, ganz dass wir ohne Maske hier arbeiten können. Von daher, das ist alles gut. Aber genau. Geschmacksrichtungen ist ja das eine. Meine Damen und Herren, für mich gibt es eigentlich nur 2 Weine. Schmeckt und schmeckt nicht. Aber die Wirklichkeit sieht ein bisschen anders aus, Charlotte. Und da würden wir gerne einfach von Ihnen mal wissen, was für eine Geschmacksrichtung bevorzugen Sie denn? Es gibt trockene Weine, das, was wir bisher probiert haben, war alles trocken. Dann gibt es halbtrockene Weine und es gibt liebliche Weine. Und das ist doch eigentlich mal ganz interessant zu sehen, ob wir heute Abend mit den trockenen, mit dieser doch fast durchweg trockenen Auswahl Ihren Geschmack getroffen haben oder ob Sie sich da vielleicht ein bisschen was anderes erhofft haben. Und ihr habt ja jetzt schon Erfahrung mit Abstimmen. Das hat ja vorhin schon mal super probiert, ob Rot, Weiß, Rosé. Jetzt bitte einfach mal gucken, was schmeckt euch am besten. Und bevor wir das dann auflösen, hätte ich gesagt, wir leiten jetzt über zu unserem letzten Wein. Genau. Ich würde sagen, lieber Volker, it's your turn. Hallo, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Volker Dingeldein vom gleichnamigen Weingut in Kronau. Ich darf Sie recht herzlich aus Kronau begrüßen. Wir bewirtschaften ein kleines, aber feines Weingut in unserer Familie. Meine Frau Bärbel ist hauptberuflich für den Weinverkauf
und das Büro zuständig. Die Kinder Eva und David helfen, wo Not am Mann ist. Wir betreiben unser Weingut schon über 30 Jahre. So, aber jetzt tun wir, glaube ich, erstmal was einschenken. Wir haben heute einen 2020er Rotling Feinherb im Glas. Dieser hat die goldene Preismünze bei der Landesweinprämierung erhalten. Das ist jetzt der erste Wein, der nicht trocken ist. Der ist Feinherb ausgebaut. Sehr zum Wohl. Zu dem Wein erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal, die Weinberge, die liegen in Zell und Kronau in den Lagen Bensheimer Streichling und Bensheimer Hemsberg. Das Meerbachtal ist gut geschützt gegen die kalten Winde, da es nach Osten hin von den hohen Bergen umgeben ist, die die Kaltluft abschirmen. Noch bis in die 80er Jahre hieß es, in Kronau werden die Trauben gar nicht reif, da wir doch etwas höher liegen und näher am Wald sind. Aber jetzt durch die Klimaerwärmung profitieren unsere Trauben von der späten Reife und sie haben Zeit, ihr ganzes Aroma auszubilden. In den Jahren 2013 und 2016 haben wir sogar den Staatsehrenpreis des Landes Hessen erhalten. Außerdem haben wir in den beiden letzten Jahren bei der großen Weinprämierung ABC Vienna sehr gut abgeschnitten. Die Weinberge befinden sich an den Südhängen des Odenwaldes, die eine optimale Sonneneinstrahlung haben. Wir betreiben eine nachhaltige Bewirtschaftung, viel Handarbeit, besonders bei der Lese. Der Ausbau der Weine erfolgt in Edelstahltanks, bis auf den St. Laurent, der im Holzfass ausgebaut wird. Außerdem Rotling bauen wir noch Riesling, Weißburgunder und Grauburgunder und St. Laurent aus. Der Rotling ist ein sehr spezieller Wein. Er wird aus roten und weißen Trauben gekeltert. In unserem Fall ist das der Dornfelder und der Müller-Thurgau. Es ist wichtig, dass die beiden Rebsorten zur gleichen Zeit reif sind, da sie zusammen geerntet und gekeltert werden müssen. Müller-Thurgau und Dornfelder werden bei Hand am selben Tag gelesen. Gemeinsam kommen sie in. Auf die Kelter. Der hellrote Traubensaft wird anschließend in Edelstahltanks gefüllt werden. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass unsere Weine bisher immer von einem Korken verschlossen waren. In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal einen Schraubverschluss. Und das war dadurch möglich, dass wir einen Lohnabfüller hatten, der nach Kronau gekommen ist und hat mit seiner modernen Maschine die Teil der Füllung mit Schraubverschluss ausgestattet. Jetzt zum Wein. Der Rotling, der ist schön lachsfarben, er ist süffig, hat ein schönes Erdbeeraroma. Er ist gut gekühlt, ein idealer Terrassenwein. Man kann ihn zum Grillen oder auch nur so trinken. Wer es ein bisschen spritziger mag, für den haben wir neben dem Wein auch noch einen Rotling Sekko. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und gebe zurück. Weiß ich nicht. Ja, mein lieber Volker, vielen Dank. Und ja, meine Damen und Herren, Sie haben, glaube ich, gevotet. Wir haben ein Ergebnis. Charlotte, wie sieht es denn aus? Ja, wir sehen es hoffentlich gleich hier, aber ich habe das Gefühl, wir haben den Geschmack ganz gut getroffen. Ja, tatsächlich. Also 87% von Ihnen da draußen, die uns gerade zugeschaut haben, haben trocken bevorzugt. Da sind wir eigentlich genau richtig. Haben wir alles richtig gemacht. Und einen Feinherben haben wir auch dabei, 10%. Also perfekt gemacht. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, jetzt gilt es an dieser Stelle noch ein klein wenig Danke zu sagen. Ich möchte an der Stelle einfach der Technik danken. Da haben wir GVO Media, den Gregor, und dann haben wir Young der Menschen, den Tobi, und noch zwei, drei andere tatkräftige Unterstützer. Es ist immer schön, wenn man sich zum einen auf der einen Seite selbst im Bildschirm sieht, das, was Sie sehen, aber das, was da hinten dran immer noch so passiert, ist echt gigantisch. Die Jungs, sage ich an der Stelle, sind seit 13 Uhr heute Mittag da und sind am Arbeiten, am Schuften, haben letztendlich alles aufgebaut, die Technik, haben geguckt, dass die Infrastruktur passt. Wir sind ja hier schließlich in einem Weinkeller, das darf man nicht vergessen.
Und wenn Sie daheim im Keller sind, kann ich mir vorstellen, dass es mit dem Telefonieren vom Handy vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Und wie es mit dem WLAN ist, da retten wir erst gar nicht drüber. Aber da werden Kabel und Strippe gezogen bis nuff auf die Gas, damit hier der Empfang top ist. Also vielen Dank an die Mannschaft und Charlotte, vielen herzlichen Dank an dich. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir die Vorbereitung, den Abend hier dann auch noch durchzuführen. Super, herzlichen Dank. Danke, Olli, das kann ich nur zurückgeben. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, dass du dabei warst heute Abend. Das war eine super tolle Sache. Danke, dass du gleich Ja gesagt hast und dass du heute hier warst. Und ich möchte auch noch ein Dankeschön loswerden, oder besser gesagt mehrere, und zwar einmal an die Bergstresser Winzergenossenschaft dafür, dass sie uns den Keller hier zur Verfügung gestellt haben. Denn hier sind wir auch gerade, Olli hat es gerade gesagt, wir sind in einem Weinkeller, das ist korrekt. Die Fässer, die vor uns stehen, sind zwar leer, aber es sind noch viele gefüllte Fässer hier um uns rum. Danke auch an alle teilnehmenden Winzer. Wir sehen sie auch hinter uns nochmal. Danke, dass ihr heute dabei wart, dass ihr überhaupt mitgemacht habt. Oh ja. Danke auch nochmal an den Verkehrsverein Bensheim und an den Weinbauverband Hessische Bergstraße, dass überhaupt diese Veranstaltung möglich gemacht wurde. Und nochmal der Hinweis für alle weiteren Informationen auf die Seite www.bergstraesser-weinfrühling.de. Da finden Sie alle Informationen auch für die nächste Weinprobe. Und ja, ich kriege jetzt schon fast ein bisschen Hunger. Ich sage noch Danke an dich, Heike, dass du da warst, als Weinkönigin uns heute hier vertreten hast. Und ja. Ist bei der Flut der normalen Termine auch keine Selbstverständlichkeit, aber auch da, Heike, vielen Dank, dass das geklappt hat. Und wir haben da noch eine Kleinigkeit vorbereitet, derer wir uns jetzt widmen. Tut uns sehr leid, wenn wir Ihnen da so ein bisschen eine lange Nase machen an der Stelle, aber ich glaube, Sie haben hoffentlich alle so ein bisschen aufgepasst und allzu schwer war es ja auch nicht. Lassen wir es uns an der Stelle schmecken, lassen Sie sich die Weine noch schmecken. Ich gehe davon aus, Sie haben nicht alles leer getrunken. Morgen, der 1. Mai, bietet definitiv Gelegenheit, hier die Reste zu verkosten. Ihnen viel Spaß, machen Sie es gut, einen schönen 1. Mai, auf bald. Wiedersehen. Wiedersehen, sehr zum Wohl und bis in 2 Wochen.